Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung. Bitte nehmen Sie Platz. Der Haushaltsausschuss hat einvernehmlich beschlossen, zu dem Sie könnt mich nicht verstehen. Gut, wir schließen jetzt wirklich die Türen. Ich bemühe mich auch lauter zu sprechen. Vielleicht kann auch der Lautsprecher etwas lauter gestellt werden. Also nochmal die Begrüßung. Der Haushaltsausschuss hat einvernehmlich beschlossen, zu dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf des Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetzes sowie auch zu dem Entwurf der FDP-Bundestagsfraktion zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der EU zur Stärkung der Beteiligungsrechte des Bundestages in Angelegenheiten des Aufbauinstruments Next Generation EU eine diese öffentliche Anhörung durchzuführen. Zu dieser Veranstaltung darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Insbesondere möchte ich auch alle Sachverständigen begrüßen, die derzeit noch auf stumm geschaltet sind, uns aber alle hören sollten. Ich werde auch gleich einzeln abfragen nach der Vorstellung, ob Sie uns hören und wir Sie hören. Also ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen, egal ob Sie hier im Saal sitzen oder eben die meisten heute am Video oder Telefon. Das wären im Einzelnen. Ich stelle vor, Herr Professor Dr. Lars Feld von der Albert-Ludwigs-Uni Freiburg, auch Leiter des dortigen Walter-Eucken-Instituts. Herr Feld, hören Sie mich gut? Ich kann Sie vorzüglich hören. Wunderbar. Danke. Sie haben auch Ihr Mikro in dem Moment freigeschaltet. Das gilt dann auch bitte für die anderen, wenn Sie mit uns sprechen. Vielen Dank, Herr Feld. Dann Professor Dr. Clemens Fuß, ebenfalls per Video, der Präsident des IFO-Instituts und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF. Herr Fuß, Sie hören uns ja, auch. Ja, ich kann Sie gut hören. Guten Tag. Ja. Dann, ich hoffe, Sie mich auch. Danke sehr. Dann Frau Celine Gauer, per Video zugeschaltet und simultan gedolmetscht. Das erklären wir gleich noch etwas genauer. Sie ist Leiterin der Taskforce Aufbau und Resilienz, Recover, des Generalsekretariats der Europäischen Kommission. Wir haben Frau Gauer, Sie hören uns auch, wenn Sie bitte kurz Ihr Mikro anschalten. Yes, I can hear you. Ja, ich kann Sie sehr gut verstehen. Vielen Dank. Sie hören, wir sprechen mit Frau Gauer nur Deutsch. Das bitte ich auch die anderen zu tun. Herr Lukas Guttenberg ist per Video zugeschaltet, stellvertretender Direktor des Jacques Delors Center an der Hertie School. Herr Guttenberg. Ja, guten Tag. Ich kann Sie gut hören. Danke. Herr Klaus-Heiner Lehne per Video, der Präsident des Europäischen Rechnungshofs, ebenfalls per Video. Ist vielleicht noch nicht im auch Raum. Ich kann die Besten hören. Ja, gut. Dann Frau Dr. Thu Nguyen, Policy Fellow für EU-Institutionen und Demokratie, ebenfalls am Jacques Delors Center der Hertie School. Hören Sie? Nee, Sie hören uns nicht. Sie sind vor Ort da. Entschuldige, das ist schon fast die Ausnahme hier. Herzlich willkommen. Wir haben am Telefon, denke ich, Herrn Professor Dr. Karl Albrecht Schachtschneider. Er war bis zu seiner Emeritierung Ordinarius für öffentliches Recht an der Uni Erlangen-Nürnberg. Herr Schachtschneider, hören Sie uns? Ich höre Sie sehr gut, Herr Böhring. Gut, danke. Danke auch. Frau Dr. Margit Schratzenstaller, per Video, Ökonomin beim Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung im Forschungsbereich Makroökonomie und europäische Wirtschaftspolitik. Sind Sie im ja, Call? Vielen Dank für die Einladung. Ich kann Sie sehr gut hören. Wir hören Sie auch gut. Wenn Sie ein bisschen lauter Ihr Mikro stellen im Laufe der Sitzung, dann hören wir Sie noch besser. Frau Susanne Wixford, Deutscher Gewerkschaftsbund, Abteilung Internationale und Europäische Gewerkschaftspolitik. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe den Namen korrekt ausgesprochen, Frau Wixford. Ja? Okay, danke. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Herzlichen Dank auch an eigentlich alle, auch für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die einen wichtigen Beitrag zu unserer Arbeit darstellen. Für die Bundesregierung begrüße ich nun die parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn. Herzlich willkommen aus dem BMF natürlich. Sie wird nach einer halben Stunde etwa terminbedingt abgelöst durch Ministerialdirektor Westphal. Herzlich willkommen. Nun noch einige organisatorische Hinweise, nicht sonderlich überraschend. Zum Ablauf der Anhörung: Der Stenografische Dienst des Bundestages wird ein Wortprotokoll anfertigen. Vielen Dank dafür und ebenfalls vielen Dank an die beiden Dolmetscherinnen, die die Antworten von Frau Gauer vom Englischen ins Deutsche und zurück übersetzen, sodass alle an Frau Gauer gerichteten Fragen auf Deutsch formuliert werden können. Die deutschsprachigen Übersetzungen können alle im Saal Anwesenden über die Kopfhörer auf Kanal 2 folgen. Die über Polycom zugeschalteten Sachverständigen erhalten ebenfalls die deutsche Übersetzung.
Die schriftlichen Stellungnahmen sind ausgelegt. Sie wurden zur Ausschussdrucksache 8478 zusammengefasst und dienen als Grundlage für die Fragen. Kann natürlich auch etwas darüber hinausgehen. Es ist ein sehr breites, wichtiges Feld, über das wir heute reden. Die Abgabe von Eingangsstatements ist heute nicht vorgesehen, weil wir möglichst drei Fragerunden durchbekommen möchten. Wir treten also gleich in die erste Fragerunde ein. Und gemäß der beim Haushaltsausschuss eigentlich üblichen Verfahrensweise werde ich auch bei dieser Fragerunde jeder Fraktion einmal das Wort erteilen. Die bewährte Regel, dass jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen oder eine Frage, also eine identische Frage, an zwei Sachverständige stellen kann, gilt auch bei dieser Anhörung. Weitere Fragen sind in der nächsten Runde möglich. Ich bitte die Obleute jeweils, die Koordination der weiteren Fragerunden zu übernehmen und uns die Fragesteller zu benennen. Das gilt natürlich dann auch für die Kollegen aus dem Europaausschuss. Um bei sechs Fraktionen in der zweistündigen Anhörung drei vollständige Runden zu ermöglichen, sollten Frage und Antworten wirklich erfahrungsgemäß und auch mathematisch nicht mehr als 5 Minuten einnehmen. Das heißt, bitte an die Fragesteller prägnante Fragestellungen, dann haben die Experten etwas mehr Zeit. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass diese Anhörung live im Parlamentsfernsehen übertragen wird und anschließend auf der Internetseite des Bundestages in der Mediathek abgerufen werden kann. Auf diese Weise gewährleisten wir heute während der Corona-Pandemie die Öffentlichkeit der Sitzung und den Zugang eben der Öffentlichkeit. Nach diesen organisatorischen Hinweisen, wenn keine weiteren Fragen sind, treten wir in die inhaltliche Arbeit ein. Und ich bitte den Kollegen Rehberg für die Union, die erste Frage zu stellen. Herr Rehberg. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Professor Feld. Und zwar, Herr Professor, wie hoch schätzen Sie die makroökonomischen Effekte des EU-Aufbauinstruments Next Generation EU in Kontext natürlich auch mit dem beginnenden mittelfristigen Finanzrahmen für Wachstum und Beschäftigung in Europa und in Deutschland ein? Und an Herrn Lehne, den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs, die Frage, wie ist die zweckgerechte Verwendung der Mittel sichergestellt? Wäre es zum Beispiel möglich, wie ja gelegentlich in der Öffentlichkeit behauptet wird, dass die Staaten Mittel in soziale Sicherungssysteme transferieren können für Steuersenkungen etc.? Danke. Gut, zunächst Professor Feld, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage, Herr Rehberg. Ich denke, man muss die kurz- und langfristigen Wirkungen des Programms unterscheiden. Man darf aber durchaus feststellen, dass die wesentlichen makroökonomischen Effekte ja über die Erwartungsbildung der Wirtschaftssubjekte stattfinden. Und insofern sind die kurzfristigen und langfristigen Effekte auch miteinander verbunden. Also kurzfristig muss man sagen, alleine schon durch die Verabschiedung dieses zusätzlichen Instruments, der Ankündigung, dass es mit einer Verschuldungskompetenz und mit einer Transferkomponente zu einem solchen Programm kommen würde. Im vergangenen Jahr, im Frühsommer, kam es zu einer stabilisierenden Wirkung. Allein über die Erwartungsbildung, also ohne, dass irgendwelche finanziellen Mittel geflossen wären. Und die Erwartungen sind im weiteren Verlauf durch die Entscheidungen, die man auf EU-Ebene getroffen hat, auch nicht enttäuscht worden. Ob das Ganze dann zeitgerecht erfolgt, ist jetzt nicht einfach eine Frage der Auszahlung der Mittel, sondern es ist eine Frage der richtigen Entscheidung dann, wenn die Stabilisierung notwendig ist. Und das war im vergangenen Sommer der Fall. Die Befürchtungen bestanden ja darin, dass ohne ein solches Instrument zumindest die Europäische Zentralbank in ihrem Stabilisierungsauftrag alleine gelassen würde und ein zusätzliches finanzpolitisches Instrument deswegen notwendig sein würde. Das ist das, was man hauptsächlich für dieses Instrument feststellen muss. Im weiteren Verlauf kommt es darauf an, dass die Mittel eingesetzt werden zur Steigerung der Produktivität und des Produktionspotenzials, also des Potenzialwachstums sozusagen der Mitgliedstaaten. So ist das Instrument im Grunde angelegt. Es zielt auf Investitionen in den als wichtig identifizierten Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz ab. Und es hat außerdem eine Verbindung zu Strukturreformen, die in nationaler Verantwortung durchgeführt werden sollen.
Auch das ist relativ wichtig für die weitere Entwicklung, damit man auch eine Abgrenzung von den normalen Strukturfonds der EU hat, die ja durchaus einen gemischten Erfolg vorweisen können. Man muss trotzdem hinzufügen, dass diese Aufbau- und Resilienzfazilität, also das Next Generation EU-Programm, im vergangenen Sommer wohl nicht notwendig gewesen wäre, wenn die Mitgliedstaaten der EU eine Schuldenquote hätten vorweisen können, die unter 60% gelegen hätte, so wie wir das in Deutschland geschafft haben im Jahr 2019. Dann hätte jeder Mitgliedstaat in eigener Verantwortung expansive Fiskalpolitik betreiben können. Das war nicht die Situation des Sommers vergangenen Jahres. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man im weiteren Verlauf mit Hilfe dieses Instruments und den Reformen in nationaler Verantwortung so viel mehr Wirtschaftswachstum erreichen kann, dass für alle Wirtschaftsakteure im Inland wie im Ausland klar ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Schuldenquoten vor der nächsten Krise, vor der nächsten Rezession glaubwürdig zurückgeführt haben. Das ist für den nachhaltigen Erfolg dieses Programms sehr, sehr wichtig. Sie sehen also, ich versuche nicht quantitativ abzuschätzen, was das Programm bringen könnte. Das kann man versuchen in Modellen, aber da steckt man sehr, sehr viele Annahmen rein, weil manche Dinge ja noch gar nicht bekannt sind, Details des Programms in vielerlei Hinsicht noch nicht bekannt sind und deswegen nur diese qualitative Einschätzung. Danke, Professor Feld. Herr Lehne, Sie haben etwas weniger Zeit, aber wir geben natürlich auch noch was drauf, wenn Sie etwas mehr brauchen. Herr Lehne. Jetzt haben Sie Ihr Video abgeschaltet. Bitte beide Knöpfe nochmal drücken, das Video an und das Mikro auch an. Wir hören Sie gerade nicht, Herr Lehne. Wir hören Sie immer noch nicht. Sie müssten wirklich Ihr Video wieder anschalten, es sei denn, Sie sind ganz rausgefallen, was mir dann die Technik sagen müsste. Sonst würden wir das nachher dranhängen, diese Zeit. Herr Rehberg, wir holen ihn nachher noch mal rein, ja, wenn es recht ist. Ja, ich kann es jetzt. Vielen Dank. Herr Vorsitzender, ich hätte meine erste Frage an Frau Gauer. Können Sie uns einen Ausblick über das Funktionieren und die Governance des RRF aus Sicht der EU-Kommission geben? Was sind die wesentlichen Strukturelemente aus Ihrer Sicht? Wie gestalten Sie die Abgrenzung zum ESM? Und wie ist das Verhältnis zum europäischen Semester? Und an Frau Schratzenstaller hätte ich die Frage, wie beurteilen Sie insbesondere mit Blick auf die Refinanzierung von Next Generation EU, die Einführung von Eigenmitteln. Welche Eigenmittel sehen Sie als realistisch einführbar an und wie beurteilen Sie die Aussicht, dass durch neue Eigenmittel es zu keinen Zusatzbelastungen für die nationalen Haushalte kommen wird? Danke sehr. Zunächst Frau Gauer für gute zwei Minuten, bitte. Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage und ganz herzlichen Dank, dass ich heute Nachmittag zu Ihnen sprechen kann. Die Governance des ERF sollte wie eine Partnerschaft gesehen werden zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Um Zugang zu Finanzierung zu bekommen, muss es nationale Aufbau- und Resilienzpläne geben. Die müssen die verschiedenen Reformen enthalten und Investitionen, die dann getätigt werden sollen, mit den zugewiesenen Mitteln. Das europäische Semester ist ein strategischer Kompass für diese Reformen und Investitionen. Denn hier sind die entsprechenden Herausforderungen erläutert, die von den Mitgliedstaaten angegangen werden müssen, und es werden auch spezifische Empfehlungen ausgesprochen. Die grüne Dimension ebenso sowie die ökologische Transformation und digitale Transformation sind ebenfalls ein Kernstück. Diese entsprechende 37%, die verpflichtend sind für den Klimaübergang, und die 20% für die digitale Transformation. All das ist natürlich für zukünftige Investitionen in die EU gedacht, sodass die Mitgliedstaaten den Herausforderungen der Pandemie begegnen können. Dies unterscheidet sich natürlich sehr stark vom ESM und vom Sportprogramm, das wir ja gesehen haben nach der Finanzkrise. Zunächst einmal ist der Unterschied darin begründet, dass dies für alle Mitgliedstaaten ist und nicht nur für diejenigen in der Eurozone. Und es gibt auch eine andere Zielsetzung. Hier geht es nicht nur um budgetäre Unterstützung, sondern es geht um die Erholung von der Krise und dies gemeinsam, sodass wir auch resilienter sind, auch zukünftig gesehen.
Und dieses Programm unterscheidet sich auch von den anderen Unterstützungsprogrammen des ESM, denn hier geht es um entsprechende nationale Eigenverantwortung. Das europäische Semester hat den Rahmen bereitgestellt und dann müssen die Mitgliedstaaten und ihre Parlamente entscheiden, wie der eigene Aufbau erfolgen soll. Wir haben einen entsprechenden strengen Governance-Rahmen, so dass die nationalen Pläne auch umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Die müssen zunächst ändern. Die müssen zunächst einmal verabschiedet werden von den verschiedenen Ländern nach einem Vorschlag von der Kommission. Und zweitens, wenn die Mitgliedstaaten Zahlungen erhalten möchten, entsprechend der Fazilität, müssen sie die verschiedenen Zwischenetappenziele und die Zielvorgaben erreichen. Die Kommission wird dies überprüfen, ebenso wie die Regeleinhaltung von Seiten der Mitgliedstaaten und wird dann entsprechend auch die Expertise des Wirtschafts- und Finanzausschusses des Rates mit einbeziehen. Das heißt, alle europäischen Mitgliedstaaten haben hier entsprechend ein Mitspracherecht und auch die Kommission, so dass die verschiedenen Verpflichtungen, die eingegangen wurden, von den Mitgliedstaaten auch umgesetzt werden. Also eine sehr starke Governance, und das bedeutet, dies ist ein Instrument für die Zukunft, und es geht hier nicht nur darum, aus der gegenwärtigen Krise herauszukommen, sondern auch zukünftig stark und gut. Für ebenfalls gut 2 Minuten. Bitte, Frau Dr. Schratzensteller. Vielen Dank zunächst für die Gelegenheit, bei der heutigen Anhörung aus Wien Stellung zu nehmen. Ich denke, man kann die Einführung von neuen Eigenmitteln, um die Schulden, die für die CFRs aus Next Generation EU gemacht werden, zurückzuzahlen, doch als einen der größten Schritte in dieser Einigung sehen. Nach einer jahrzehntelangen eigentlich ergebnislosen Diskussion und Verhandlungen über die Erschließung von neuen Eigenmittelquellen als Alternative zu den derzeitigen Eigenmitteln ist hier ein, ja, ich würde meinen, fast als historisch zu bezeichnender Durchbruch gelungen. Und die große Chance liegt darin, das geltende Eigenmittelsystem, das ja überhaupt keinen Beitrag zu wichtigen EU-Zielen und Politiken liefert, so zu reformieren, dass man wichtige EU-Ziele unterstützen kann. Und insbesondere das übergeordnete Ziel einer ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung unterstützt der Resilienz der EU. Der Fahrplan für die neuen Eigenmittel enthält mehrere innovative Eigenmitteloptionen. Die sollen stufenweise eingeführt werden. Die EU-Kommission soll bis Mitte diesen Jahr schon Vorschläge für ein CO2-Grenzausgleichssystem für ein Eigenmittel, das auf dem Emissionshandelssystem basiert und für eine Digitalabgabe machen, mit der Perspektive, diese ab 2023 einzuführen. Ich halte grundsätzlich den Zeitplan für alle drei Eigenmitteloptionen für realistisch, auch wenn man vor allem bei der Digitalabgabe und bei dem CO2-Grenzausgleichssystem schon noch wesentlich inhaltliche klären muss. Bei der Digitalabgabe geht es darum, wie man die Ausgestaltung, die Einführung mit den derzeitigen Plänen auf der OECD-Ebene koordiniert. Nach derzeitigem Stand wird ja eine Einigung international bis ebenfalls 2021 angestrebt und danach sollen die Ergebnisse des EU-Prozesses in der EU umgesetzt werden. Insofern ist es relativ ambitioniert, wenn die EU-Kommission bis 2021 einen Vorschlag vorlegen soll für die Digitalabgabe als neues Eigenmittel. Allerdings grundsätzlich als machbar die Einführung für 2023, das würde ich schon so sehen. Beim CO2-Grenzausgleichssystem sind mehrere Modelle in der Diskussion. Hier muss man mehrere klären. Zum einen, auf welcher Grundlage soll der CO2-Gehalt von Importen bestimmt werden, die dann eben bei der Einfuhr dieser Abgabe unterliegen soll. Auch müssen die einbezogenen Sektoren festgelegt werden. Es ist zu klären, ob eine schon im Herkunftsland vorgenommene CO2-Bepreisung angerechnet wird. Es geht um die Frage, ob Ausfuhren aus der EU in Drittländer dann vom in der EU geltenden CO2-Bepreis befreit werden. Das hätte natürlich Implikationen für das Aufkommenspotenzial und natürlich muss man achten auf eine WTO-kompatible Ausgestaltung. Dass sich die beiden Administrationen in den letzten Wochen grundsätzlich positiv zu beiden Modellen und Systemen geäußert hat, macht diese Vorhaben auf der EU-Ebene deutlich aussichtsreicher als noch im Herbst bzw. Ende des Jahres noch dargestellt hat.
Am einfachsten wäre sicherlich ein Eigenmittel, das auf dem Emissionshandelssystem basiert. Das würde beruhen auf einem bestehenden funktionierenden System, wäre in der Implementierung relativ einfach, müsste lediglich einen Teil der Einnahmen aus den Auktionserlösen der Zertifikate eben nicht mehr an die nationalen Haushalte fließen lassen, sondern auf die EU-Ebene umlenken. Allerdings teile ich grundsätzlich schon die Einschätzung der Monti-Kommission, dieser High-Level Group on Owned Resources, die in ihrem Abschlussbericht betont hat, dass ein Korb an verschiedenen Eigenmitteloptionen einem einzigen Eigenmittel doch vorzuziehen sei, weil sich dann eben die Vor- und Nachteile von einzelnen Eigenmitteln dann eben ausgleichen würde. Und wenn man sich die aktuellen Herausforderungen so ansieht, würde ein Korb von mehreren Eigenmitteln verschiedene Lenkungseffekte, verschiedene positive Nebeneffekte neben der Weil- und Finanzierungsfunktion kombinieren und damit zur Erreichung von mehreren Zielen beitragen. Zu der Frage, inwieweit diese Eigenmittel eine Zusatzbelastung der nationalen Haushalte vermeiden würden. Naja, grundsätzlich ist die Zielsetzung dieser neuen Eigenmittel, dass sie eine Zusatzbelastung für die nationalen Haushalte vermeiden sollen, denn im Zusammenhang mit Next Generation EU sollen die erwarteten Einnahmen ja der Schuldenrückzahlung dienen, als Alternative zur Erhöhung der nationalen Beiträge bzw. zur Kürzung von Mitteln. Dem Finanzrahmen, das würde ja dann tatsächlich die nationalen Haushalte belasten. Im Einzelnen kann es natürlich im Zusammenhang mit diesen neuen Eigenmitteln zu bestimmten Belastungen für die nationalen Haushalte kommen, die sich aber in Grenzen halten sollten bzw. vermieden werden können. Frau Schwarzensteiner, darf ich Sie auf die Zeit hinweisen und zum Schluss kommen, bitten zum Schluss zu kommen? Naja, im Prinzip habe ich alles gesagt. Man muss da einige Eigenmittel darauf achten, dass sie tatsächlich nicht die nationalen Haushalte belasten. Und das betrifft vor allem dieses EHS-basierte Eigenmittel. Vielen Dank. Gut, danke dafür nach Wien. Das Einverständnis der Kollegen voraussetzen würde ich jetzt den Herrn Lehne, Präsident des Rechnungshofes der EU, noch nachholen, solange die Frage von Herrn Rehberg noch frisch ist. Bitte, wenn es geht, strikt in 2 Minuten, Herr Lehne. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Fritzender. Tut mir leid, aber es war, glaube ich, eine technische Unterbrechung gerade, deswegen kommt das jetzt. Also ich sehe die Gefahr eigentlich nicht, immer vorausgesetzt, dass die Vorgaben, die im Beschluss enthalten sind, auch tatsächlich eingehalten werden. Denn es ist relativ klar und eindeutig geregelt, dass die Mittel nur gesetzt werden können oder eingesetzt werden für konkrete Investitionen und Reformen. Schon rein begrifflich ist die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme keine Investition oder Reform. Dann ist im Detail festgelegt worden, dass die sogenannten Country-Specific Recommendations, also die Vorgaben des europäischen Semesters, umgesetzt werden müssen, insbesondere die der Jahre 2019 und 2020. 37% der Mittel müssen für Klimaziele, 20% auf digitale Transformation entfallen. Und es sind detaillierte Regelungen zu Compliance-Elementen drin, wie das eben keine Additionalität gegeben sein, dass die gegeben sein muss, dass das Rule of Law eingehalten werden muss. Die Kommission muss das prüfen, der Rat muss die Pläne genehmigen. Und natürlich ist die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung im europäischen Semester auch eine der zentralen Vorgaben dafür, dass überhaupt die Gelder fließen können. Und last but not least, der Europäische Rechnungshof wird am Ende das alles auch noch prüfen. Wir bereiten jetzt bereits eine Prüfung der Länderberichte vor. Also vor dem Hintergrund, denke ich, sind die Mechanismen ziemlich umfangreich. Und ich halte es für unwahrscheinlich, ausschließen kann man es nie, aber für vollkommen unwahrscheinlich, dass am Ende diese Mittel eingesetzt werden können, auch zur Versicherung, auch zur Finanzierung sozialer Sicherungssysteme. Gut, danke erstmal nach Brüssel. Für die AfD stellt die Fragen der Kollege Glaser. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Herrn Professor Schacht-Schneider. Ich sehe, der einzige Jurist in dieser Runde, weil alles im Recht verborgen liegt. Herr Schacht-Schneider, erstmals in Ihrer Geschichte wird die EU über Anleihen erhebliche Mittel am Kapitalmarkt, über 800 Milliarden, aufnehmen und den Mitgliedstaaten als Zuschüsse zur Verfügung stellen. Das ist ein Zitat aus einem Bericht des Bundesrechnungshofs von diesen Tagen. Die EU benötigt für diese völlig neue Aktivität eine Kompetenznorm nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung nach Artikel 5 des EUV. Die Frage ist, als Kompetenznorm wird der Artikel 122 AEUV angegeben. Halten Sie diese Norm für eine solche Ermächtigungsnorm, die diese Wiederaufbaufazilität zulässt?
Danke sehr. Professor Schachtschneider, bitte. Herzlichen Dank für diese wichtige Frage, Herr Glaser. Ich denke, dass diese Politik keinerlei Grundlagen hat in den Gründungsverträgen und dass die entscheidenden Regelungen einfach fehlen. Zwar kann der Eigenmittelbeschluss durch den Rat mit Zustimmung der Mitgliedstaaten geändert werden, aber auch nicht in beliebiger Weise. Und die Ermächtigung im Eigenmittelbeschluss, in Artikel 5, eben 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen, muss sich rechtfertigen vor den Grundlagenverträgen. Dafür gibt es keine Chance. Und der Artikel 122 Absatz 2 ist keine allgemeine Notstandskompetenz, die also jede Art von Politik rechtfertigen könnte. Dazu wäre etwas zu sagen. Zunächst zum Eigenmittelbeschluss. Für die Kreditaufnahme hat die Union nicht nur keine Grundlage, sondern es gibt Gegenvorschriften, die eine Kreditaufnahme sperren. Vor allem ist es der Artikel 136 Absatz 3, die Grundlage für den Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM. Und dieser ESM kann jederzeit in Anspruch genommen werden, wenn es des finanziellen Beistandes bedarf, nach gewissen Kriterien. Aber er hat eben einen Pferdefuß, der wenig beliebt ist, nämlich die strengen Auflagen, die also von den hochverschuldeten Mitgliedstaaten gefürchtet werden. Da gibt es ja auch die entsprechenden Erfahrungen, vor allem in Griechenland. Also dieses Instrument wird gemieden, aber es ist die Antwort der Europäischen Union auf eben diese Finanzierungsbedarfe. Der ESM kann natürlich auch Kredite aufnehmen, genauso wie das EIB, das Europäische die Investitionsbank, aber eben nicht die Europäische Union. Dafür gibt es eben genau diese Regelung, um das zu verhindern. Die Union hatte ja auch mal Kredite aufgenommen im anderen Zusammenhang, aber immer bewerkstelligt worden durch eigenständige juristische Personen mit einem völkerrechtlichen Status. Die Union selbst hat solche Möglichkeiten nicht. Und ich denke, dass diese Politik eine deutlich, evident, strukturell relevante Vertragsänderung ist, also eine Vertragsverletzung, die einfach mit den Regelungen der Europäischen Union nicht vereinbar ist, aber insbesondere auch nicht mit dem deutschen Verfassungsrecht. Ich spreche da vor dem Hintergrund der Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, insbesondere im UNP-Verfahren, auch im ESM-Verfahren. Und nur die Zeit ist ja knapp für die Argumente. Es gibt sehr viele Argumente gegen eine Vereinbarkeit dieser Kreditaufnahme mit den Grundlagenverträgen. Aber keine Möglichkeit lässt sich herleiten aus dem Artikel 122.2, das Aufbauinstitut gestützt ist. Zwar gibt es nach dieser Vorschrift die Möglichkeit der Beihilfe, aber doch nur unter engen Voraussetzungen. Es muss entweder eine Naturkatastrophe sein oder es müssen also außergewöhnliche Ereignisse sein, die sich der Kontrolle der Staaten oder des bedürftigen Staates entziehen und anders nicht bewältigt werden können. Also das wären jetzt lange Ausführungen, deutlich zu machen. Eine Naturkatastrophe ist diese Pandemie auf keinen Fall. Sie wird von Menschen weitergegeben und es gelingt ja unterschiedlich, diese Ansteckung zu verhindern. Das hängt von den staatlichen Regelungen ab. Deutschland ist da relativ streng. Andere Staaten haben das wirksamer gemacht. Und ein außergewöhnliches Ereignis, das nicht sich der Kontrolle des Staates entzieht, ist es nur auch nicht. Also diese Voraussetzungen liegen jedenfalls nicht vor für Artikel 122, aber insbesondere die Herr Schachtschneider, darf ich Sie denn auch bitten, zum Schluss zu kommen? Dieser Aspekt noch, keine Grundlage für Kreditaufnahme.
Nicht? Der steht ja im Kontext mit Artikel 136.3. Deswegen gibt es den 136.3, weil der 122 Absatz 2, Absatz 1 erst rechtlich, dafür keine Grundlage gibt. Also das Entscheidende ist hier in der ganzen Zusammenhang nicht die Nützlichkeit der Finanzierung. Finanzierung sind immer irgendwie nützlich, über die die Ökonomen gerne sprechen, sondern darf man auf diese Weise die EU ausstatten. Herr Schaffschneider, wenn ich Sie bitten darf, jetzt zum Schluss zu kommen, Sie werden ja vielleicht noch mal aufgerufen und dann können Sie das ja noch weiter ausführen. Enormen verändernden, also die Verträge, die ganze Struktur der Union verändernden eben Ermächtigung zur Kreditaufnahme. Und da wird es doch rechtlich mehr als schwierig. Danke. Gut, danke sehr. Für die FDP Kollege Fricke. Ja, herzlichen Dank. Als erstes hätte ich an Madame Gauer, die übrigens auch Juristin ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ansonsten kann ich nur sagen, gilt ja der Grundsatz von Thoma, den ich auch für mich setzen kann. Ich bin auch nur ein Jurist und ansonsten von mäßigem Verstande. Aber trotzdem könnte es zu guten Ergebnissen führen, um das mal hier ein bisschen aufzuhören. Ich würde Madame Gauer gerne fragen, weil sie wörtlich immer wieder von very different instrument, very different und so weiter gesprochen hat, ob sie mir aber dennoch zustimmt, dass das, was jetzt da beschlossen worden ist, ja keine wesentliche Veränderung der europäischen Finanzarchitektur ist. Und an den Kollegen Fuest habe ich die Frage, weil er in seinem Gutachten, und wir haben ja alle die Gutachten gelesen und müssen die ja nicht noch mal neu nachfragen, von schwer bestimmbaren Risiken für den Bundeshaushalt gesprochen hat, würde ich mich freuen, wenn er das noch ein bisschen elaborieren könnte, vielleicht eine grobe Einschätzung geben könnte, wie sich die Risiken entweder in absoluten Zahlen darstellen oder jedenfalls im Risiko der Bewertung selbst. Danke. Gut, zunächst Frau Gauer für 2 Minuten, bitte. Dank und auch herzlichen Dank, dass Sie daran erinnert haben, dass auch ich eigentlich Anwältin bin. Es ist, da stimme ich Ihnen zu, keine essentielle Veränderung der Struktur der EU. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass die EU sich auf dem Markt mit Krediten versorgen würde. Das hat die EU schon getan, um Mitgliedstaaten zu unterstützen bei Finanzierungsproblemen, wenn kurzfristig, zum Beispiel bei der Kurzarbeit, Mittel notwendig waren. Es wurde auch schon genutzt, um Mitgliedstaaten zu unterstützen, die Schwierigkeiten mit ihrer Zahlungsbilanz hatten. Und natürlich dann auch noch das ESM-Instrumentarium, das nach der Finanzkrise ins Leben gerufen wäre. Also es ist nicht das erste Mal, dass die EU sich beim Kapitalmarkt mit Finanzmitteln versorgt. Das ist also nicht ungewöhnlich in dem Sinne, aber es ist natürlich nicht häufig. Und was diese Ratifizierung betrifft hier, es ist natürlich eine ganz außerordentliche Maßnahme, die jetzt auf dem Tisch liegt. Es ist aber auch eine temporäre Maßnahme. Sehr, sehr strikte Fristen sind gesetzt, 2023, und dann auch die Zahlungsfristen sind sehr strikt gesetzt. Und alle Mittel, die aufgenommen wurden, werden auch aus dem EU-Haushalt vor 2058 wieder zurückgezahlt werden sein müssen. Es ist auch so gesagt, dass die zweckgebunden sind, diese Mittel. Und zwar zweckgebunden innerhalb des regulatorischen Rahmens. Und jeder Mitgliedstaat ist dann auch verpflichtet, diese einmal in Anspruch genommenen Mittel wieder zurückzubezahlen. Es ist also ein besonderes System, auch eher ungewöhnlich, aber nicht das erste Mal, dass die EU sich hier als jemand darstellt, der Kredite aufnimmt. Professor Fuest. Professor Fuest, Sie waren auch gefragt mit einer Frage. Wir hören Sie nicht im Moment. Können Sie mich haben? Jetzt hören wir Sie. Das ist genial. Vielen herzlichen Dank für die Fragen. Ja, lieber Herr Fricke, ich habe in meinem Gutachten nicht von Risiken für den Bundeshaushalt gesprochen, wohl aber von, ich sag mal, diffuseren Risiken, unter anderem in der Tat auch für den Bundeshaushalt. Davon will ich 2 ansprechen. Erstens stellt sich natürlich die Frage, ob sich hier wirklich um eine einmalige Kreditaufnahme handelt. Man könnte argumentieren, naja, in der nächsten Krise, die spätestens in 10 Jahren vermutlich kommt, wird der nächste Schuldentopf aufgelegt. Ich glaube, dazu ist zu sagen, dass hier ein Maximum an Hürden eingezogen ist. Es müsste ja wieder Einstimmigkeit herrschen. Also die Bundesrepublik Deutschland müsste dann auch wieder zustimmen. Und mit Einstimmigkeit, da kann man ja alles Mögliche machen in der EU. Das ist ja auch gut so. Also insofern
ist es vielleicht eher eine politische Frage und ein Risiko, aber gleichwohl auch eine Chance. Denn man kann ja auch der Meinung sein, dass in großen Krisen solche Dinge aufzulegen und eben nicht in der Normalsituation, dass das eigentlich ein jetzt aus ökonomischer Sicht und stabilisierungspolitischer Sicht jedenfalls angemessener Ansatz ist. Ein anderes Risiko, auch indirekt für den Bundeshaushalt, liegt sicherlich in der Frage, ob der schon angesprochenen Frage, wie verlässlich die Zweckbindung der Mittel ist. Dazu kann ich allem zustimmen, was vorher gesagt wurde. Ich würde es aber etwas anders nuancieren. Geld ist fungibel. Niemand kann wirklich verhindern, dass das Geld für Steuersenkungen eingesetzt wird, jedenfalls teilweise, oder dass das Geld auch für andere Zwecke eingesetzt wird, weil es eben immer nationale Ausgaben ersetzen kann. Man muss sich aber fragen, ob das eigentlich so schlimm ist, oder anders gefragt, ist es eigentlich klug, dieses Geld ausschließlich für Mehrausgaben zu verwenden? Sind die wirklich nützlich, diese Mehrausgaben? Also all diese Fragen, glaube ich, muss man stellen. Ich glaube, aus ökonomischer Sicht wäre es gar nicht unbedingt so schlimm, wenn einige Länder damit schlicht ihre Schulden etwas senken würden. Das wird effektiv auch passieren, daran habe ich keinen Zweifel. Also Zweckbindung ist sicherlich nicht 100%, kann nicht gewährleistet werden, ist aber auch gar nicht erforderlich. Risiko für den Bundeshaushalt würde ja nur entstehen, wenn die Mittel in einer Weise verwendet werden, die die Abhängigkeit der empfangenden Staaten von Hilfen künftig erhöhen, statt sie zu senken. In der Tat, das muss man verhindern. Und da wird es eben darauf ankommen, dass die Kommission hinschaut, aber sicherlich auch die Mitgliedstaaten. Danke. Danke sehr, Professor Fuest. Für die Linke stellt die Fragen Frau Dr. Lötsch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Fragen richten sich an Frau Wixfort. Und zwar würde ich, Sie vertreten ja hier auch den DGB, also sich selbst natürlich, aber sind ja beim DGB. Wie schätzen Sie bzw. Ihre Organisation den Aufbaumechanismus und den jüngst beschlossenen EU-Haushalt ein? Und wenn man jetzt mal aus der Brille der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sieht, welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, um einerseits die Schäden aus der Corona-Pandemie im Hinblick auf die Sicherung der Beschäftigung zu minimieren oder zu überwinden und zum anderen natürlich aus der Sicht der Stärkung der Nachfrage durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Vielen Dank. Danke sehr. Beide Fragen an Frau Wixfort. Bitte in 4 Minuten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat schon 2012 als Antwort auf die Wirtschafts- und Finanzkrise einen Marshallplan für Europa vorgeschlagen. Wird daher hier niemanden überraschen, dass wir Next Generation EU und den Aufbauplan begrüßen. Der Aufbauplan könnte aus unserer Sicht ein erster Schritt sein, um die Webfehler der Europäischen Union zu beseitigen. Der Webfehler besteht darin, dass wir eine gemeinsame Währung ohne Fiskalkapazität haben. Next Generation ist, wie schon von meinen Vorrednern betont wurde, ein befristetes Provisorium. Es bedarf einer soliden Basis. Ich möchte 4 kurze Erwägungen anführen, warum im Moment aus unserer Sicht die Basis, und zwar aus juristischer Sicht, die Basis nicht wirklich gegeben ist. Erstens ist Next Generation eine logistische Hochtechnologie. Sie reizt den Artikel 122 bis zum Äußersten aus. Es ist zwar eine vorübergehende Maßnahme, sie dauert allerdings bis 2058 an. Die Erlöse aus den Anleihen stehen als zweckgebundene externe Einnahmen neben dem EU-Haushalt, unterliegen nur Kraft interinstitutioneller Vereinbarung im Nachhinein der parlamentarischen Kontrolle. Sowohl die Eigenmittelbeschlüsse als auch der mehrjährige Finanzrahmen werden bis zum Jahr 2058 präjudiziert. Beide können nicht hinter der erhöhten Eigenmittelobergrenze zurückbleiben, da der EU-Haushalt für die Anleihen haftet. Es ist also eine de facto Änderung der europäischen Finanzverfassung. Reicht der Headroom von 0,6% als Haftung für die Anleihenrückzahlung nicht aus, so besteht Nachschusspflicht der Mitgliedstaaten. Die Nachschusspflicht ist zwar mit dem Anteil der jeweiligen Mitgliedstaaten am EU-Haushalt begrenzt, kann aber ein Mitgliedstaat dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen, so müssen die anderen Mitgliedstaaten einspringen. Der deutsche Rechnungshof hat im Hinblick darauf auch schon vorgeschlagen, beziehungsweise auch die Europäische Kommission, eine entsprechende
Höchstgrenze einzusetzen. Und schließlich möchte ich noch den Stabilitäts- und Wachstumspakt erwähnen. Er wurde vorübergehend ausgesetzt. Prognosen schätzen, dass der Eurozonen-Schuldenstand von 86% auf 103% des europäischen BIP steigen wird. Daraus ergeben sich für den DGB folgende Empfehlungen. Es bedarf einer Verstetigung einer Fiskalkapazität. Das kann entweder Next Generation EU sein oder ein anderes Instrument, wie zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenrückversicherung. Es bedarf dafür eines soliden juristischen Fundaments. Das kann Artikel 352 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sein oder im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit. Ergänzt muss dieser europäische automatische Stabilisator durch eine Stärkung der nationalen sozialen Sicherungssysteme werden, indem EU-weite Mindeststandards festgelegt werden. Auch eine Verstetigung von Schure würde die aktive Arbeitsmarktpolitik unterstützen. Der europäische Semesterprozess, in dessen Rahmen die nationalen Aufbaupläne erarbeitet werden, muss weiter reformiert werden. Und zwar was Zielsetzung und Verfahren betrifft. Und schließlich, ich komme zum Abschluss, die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind zu hinterfragen und zu überarbeiten. Der Fokus sollte auf die staatliche Einnahmenseite gelenkt werden. Die Gestaltungskraft der Mitgliedstaaten muss gestärkt werden. Investitionen müssen gefördert werden. Ein wichtiger Ansatz dazu ist die goldene Investitionsregel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke, Frau Wixfort. Für Bündnis 90 Die Grünen und Frau Heiduck. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Sachverständige Frau Nguyen. Ich darf jetzt sagen, wegen der Bemerkung des Kollegen, dass Sie, Frau Nguyen, auch Juristin sind. Aber hier sind natürlich alle mit Ihren Expertisen, finde ich, in der Anhörung wertvoll für uns. Wir haben uns auseinandergesetzt nach der ersten Lesung im Deutschen Bundestag mit unter anderem nicht nur dem Vorschlag, der uns jetzt durch die Bundesregierung vorliegt, nach dem Kompromiss der europäischen Institutionen, sondern auch mit den Ideen unserer Oppositionskollegen aus der FDP, weil da geht es ja auch um das Thema Beteiligungsrechte auf nationaler Ebene und wie bewerten wir das. Deswegen möchte ich an Sie noch mal zwei Fragen richten, Frau Nguyen. Ein Jahr Corona-Pandemie liegt hinter uns mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Und deswegen begrüßen wir es sehr, dass es dieses Wiederaufbauprogramm gibt, aber sind uns auch gewiss, dass diese Mittel relativ schnell fließen müssen. Hektisch können sie sowieso nicht fließen, weil dazu Programme aufgelegt werden, die noch begutachtet werden, aber sie müssen relativ schnell gesamte Mittel bis 2023 ja auch verausgabt werden. Und deswegen möchte ich Sie fragen, sehen Sie besondere Vorteile oder gibt es eher Nachteile, wenn die Kontrolle der nationalen Wiederaufbauprogramme durch nationale Parlamente noch ermöglicht werden? Erste Frage. Zweite Frage, die Haushaltskontrolle vom MFR, also dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen, obliegt ja dem Europäischen Parlament. Und in dem Moment, wo alle nationalen Wiederaufbaupläne jetzt durch die nationalen Parlamente überprüft würden, würden ja EU-Haushalt, MFR und wiederum Mittel aus dem Wiederaufbauinstrument unterschiedlich behandelt. Meine Frage ist, können Sie noch mal grundsätzlich erläutern, wie Sie die nationale Kontrolle solcher Mittel einschätzen, wie Sie es strukturell bewerten? In die Richtung geht ein uns vorliegender FDP-Antrag. Und wir setzen uns ja gerne mit allen Argumenten auseinander. Und da freue ich mich jetzt auf Ihre Empfehlung. Frau Dr. Guyen vom New Law Center für 3 Minuten, bitte. Jetzt? Okay. Tatsächlich halte ich eine Vorabkontrolle aller nationalen Aufbau- und Resilienzpläne durch alle nationalen Parlamente der 27 EU-Mitgliedstaaten für sowohl als nicht notwendig als auch für schädlich für eine sinnvolle Mittelverwendung des Wiederaufbauinstruments. Wie Sie bereits gesagt haben, ist es jetzt wichtig, dass die Mittel aus dem Wiederaufbauinstrument so schnell wie möglich fließen, damit die geförderten Maßnahmen so bald wie möglich starten können. Und eine Zwischenschaltung aller 27 nationalen Parlamente würde den Prozess erheblich verzögern.
Wir müssen uns ja einfach mal vorstellen, wie so eine Vorabkontrolle durch alle Parlamente aussehen würde. Das würde ja bedeuten, dass jedes Parlament der EU, egal ob das maltesische Parlament, die französische Assemblée Nationale oder der deutsche Bundestag, sich innerhalb eines Monats mit 26 verschiedenen Aufbau- und Resilienzplänen beschäftigen müsste. Jeder Plan beinhaltet Hunderte von Einzelmaßnahmen. In der Praxis bedeutet das, dass jedes Parlament einen Monat hat, um Tausende von Einzelmaßnahmen zu beurteilen, die auch noch ein sehr detailliertes nationales Kontextwissen und eine sehr detaillierte Expertise voraussetzen. Mir fehlt es ehrlich gesagt ein bisschen an Fantasie, wie nationale Parlamente so eine Beurteilung bewerkstelligen sollten. Gerade bei kleineren Parlamenten wird das quasi unmöglich sein, aber selbst bei größeren Parlamenten wird sich diese Umsetzbarkeit als relativ schwierig erweisen. Weil wir müssen ja einsehen, dass wenn sich der Bundestag dieses Recht gibt, alle nationalen Pläne vorher zu kontrollieren, müssen wir dieses Recht auch allen anderen nationalen Parlamenten der EU zugestehen. Was wiederum bedeutet, dass die Entscheidungsprozesse erheblich verzögert werden und was wiederum dazu führt, dass sie auch die Auszahlung der Mittel erheblich verzögert werden. Das heißt, man kann darüber sprechen, warum eine solche Vorabkontrolle nicht notwendig ist, aber ich glaube, es ist vor allem praktisch, würde eine solche Kontrolle nicht wirklich zu einer besseren oder sinnvolleren Mittelvergabe führen, sondern lediglich zu einer langsameren. Und die Stärke des Wiederaufbauinstruments ist es ja auch gerade, dass es ein europäisches Instrument ist und kein intergouvernementales. Und wir sollten das Instrument jetzt auch nicht durch die Hintertür zu einem intergouvernementalen Instrument machen. Und zu Ihrer zweiten Frage ist es auch aus der Logik des Wiederaufbauinstrumentes heraus wenig schlüssig, dass die Mittel, die durch die Fazilität fließen, also durch die Aufbau- und Resilienzfazilität, durch alle nationalen Parlamente geprüft werden sollten. Zum einen, also das sind jetzt zwei Fragen, beziehungsweise richtet sich das, stellen sich hier vor allem zwei Fragen. Die erste Frage ist, dass es wenig schlüssig ist, warum Nationenparlamente Kontrollrechte über das Wiederaufbauinstrument erhalten sollen, wenn sie keine ähnlichen Rechte über Ausgaben im EU-Haushalt haben. Die Schulden, die zugunsten des Wiederaufbauinstruments aufgenommen werden, gehen ja zulasten des EU-Haushalts, nicht des nationalen Haushalts. Das heißt, das Kontrollrecht sollte hier ganz selbstverständlich beim europäischen Gesetzgeber liegen, dem Europäischen Parlament. Zum anderen würde eine Kontrolle der ARF-Mittel, also der Mittel in der Fazilität durch Nationalparlamente, zu einer recht absurden Situation führen, in der die Euro oder die Ausgaben, die zusätzlichen EU-Ausgaben, die durch die Fazilität fließen, durch die Nationalparlamente kontrolliert werden, alle anderen Mittel, alle anderen EU-Ausgaben, die durch andere Programme fließen, wie den Just Transition Fund oder Horizon, wiederum nicht. Wenn man also die Notwendigkeit einer Kontrolle durch nationale Parlamente dadurch begründet, dass Schulden aufgenommen werden, stellt sich die Frage, warum dann nur ein Teil dieser Ausgaben durch nationale Parlamente kontrolliert wird, aber nicht der andere Teil. Wie ich eben bereits beschrieben habe, glaube ich auch, dass eine solche Vorabkontrolle die Mittelverwendung eher behindert oder eine sinnvolle Mittelverwendung eher behindert, als dass sie fördert und auch aus dem Konzept des Wiederaufbauinstruments her ist es wenig schlüssig, dass ein Teil einer solchen Prüfung unterliegen sollte, ein anderer Teil aber wiederum nicht. Gut, danke, Frau Dr. Guyen. Das war die erste Fragerunde aller Fraktionen. Die zweite Runde beginnt erneut die Union mit Dr. Berghegger. Und ich bitte um noch etwas prägnantere Frage- und Antwortstellung, dann bekommen wir auch alle drei Runden durch. Herr Dr. Berghegger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Professor Feld und eine an Herrn Gutenberg. Herr Feld, ich komme noch mal zurück auf die makroökonomischen Effekte, die Sie vorhin erläutert haben. Meine Frage geht noch dahin, wie bewerten Sie die Dimension des Wiederaufbauprogramms auf europäischer Ebene im Vergleich zu anderen Wiederaufbauprogrammen dieser Welt, wenn wir sehen, was die USA für ihre Wirtschaft machen möchte und wie sie dort unterstützen möchte und wenn wir sehen oder bedenken die Finanzkraft Chinas. Insbesondere vor dem Hintergrund gibt es Inflationstendenzen oder Risiken, die durch diese Wiederaufbauprogramme auftreten oder nicht. Und an Herrn Gutenberg, durch die Eigenmittelobergrenzeanhebung auf 2% des Bruttonationaleinkommens tritt ja eine Übersicherung ein, eine Übersicherung der Rückzahlungsverpflichtungen der Europäischen Kommission. Die Frage ist, ob Sie diese Übersicherung als zu hoch dimensioniert ansehen oder ob das eine logische Erklärung dafür gibt und dass eine gegenteilige Behauptung nicht zielführend ist. Danke. Zunächst Professor Feld für 2 Minuten, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich versuche das knapp in 2 Minuten. Das ist ja eine sehr umfangreiche Frage, die Sie da stellen. Also erstens muss man klar sagen, dass der Vergleich mit den USA aus zweierlei Gründen hinkt, nämlich einerseits deswegen, weil die EU kein Staat ist, kein Bundesstaat, der auf einer zentralstaatlichen Ebene großartige fiskalpolitische Kompetenzen hätte, und andererseits dort die Mitgliedstaaten ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten haben, expansive Fiskalpolitik zu betreiben. Das besteht in den USA nicht. Die Bundesstaaten in den USA müssen ausgeglichene Haushalte vorlegen und haben deswegen ganz klare Probleme, antizyklische Fiskalpolitik zu betreiben. Und der zweite Grund, warum der Vergleich mit den USA hinkt: die amerikanische Struktur ist nicht in dem Maße mit automatischen Stabilisatoren gesegnet, wie wir das auf dem europäischen Kontinent haben. Die EU-Mitgliedstaaten haben vielfältige automatische Stabilisatoren. Und deswegen müsste man, um die Volumina zu errechnen und zu vergleichen, immer auch das mitnehmen, was von den Mitgliedstaaten an expansiver Fiskalpolitik betrieben wird. Und das ist im Umfang ja doch nochmal erheblicher als das, was wir auf EU-Ebene vorfinden. Und im Grunde ist das Konstrukt, das der Maastricht-Vertrag gedacht hat, nämlich die Vorstellung, dass die Mitgliedstaaten in ihrer Fiskalpolitik autonom und souverän entscheiden können und eben auch das Notwendige tun können, um in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage gegenzuhalten. Das hat sich im vergangenen Jahr nicht einstellen können, weil eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten eben schon sehr hoch, man könnte auch sagen übermäßig verschuldet sind und man deswegen die Sorge haben musste, dass sie auf den Finanzmärkten ins Gerede kommen. Und von daher ist die Aufbau- und Resilienzfazilität in diesem Volumen zu sehen. Es ist vom Volumen her groß genug, um alle diese Sorgen, die da kommen könnten, zu zerstreuen. Aber der Vergleich mit den USA, mit China aus anderen Gründen, ist deswegen sehr schwierig. Gibt das Inflation oder nicht? Das ist in 2 Minuten sind schon rum. Das ist schwer zu beantworten, denn das amerikanische Programm wird aller Voraussicht nach zu Inflation führen. Das ist im Moment die Sorge, die dort von den meisten Makroökonomen geäußert wird, dass es inflationäre Tendenzen hat. Das, was wir in Europa haben, ist im Moment eine transitorisch höhere Inflationsrate. Und wir werden lediglich im weiteren Verlauf des Jahres sehen, wenn sich die angestauten Ersparnisse, die ja aufgrund zurückgestauter Konsumwünsche bestehen, entladen sollten, wenn das wieder möglich ist, ob wir dann stärkere inflationäre Tendenzen bekommen. Und dann wird es dabei auch noch mal darauf ankommen, was die Banken tun, ob sie die Gelder ordentlich verleihen, die als Liquidität im System sind. Das sind eigentlich die Kriterien, die für die Frage der Inflationsentwicklung in Europa ausschlaggebend sind. Danke, Herr Feld. Dann Herr Guttenberg, bitte. Vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal zu der Frage generell, wie hoch sollte diese Übersicherung sein? Ich halte da die Argumente der Kommission, aber auch was das BMF dem Bundesrechnungshof geantwortet hat, für relativ plausibel. Ich glaube, man könnte da wahrscheinlich im Detail drüber sprechen, ob das jetzt irgendwie 1,9 oder 2,1 sein müssten. Ich glaube, da ist die 2,0 auch eine schöne runde Zahl gewesen. Aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass man das übersichert, einfach damit man gute Kreditkonditionen bekommt. Das ist ja im Interesse aller. Wichtig ist, glaube ich, viel mehr, dass die Frage ja immer im Raum steht, und auch das ist in diesem Bundesrechnungshofbericht wieder passiert, dass sich aus dieser Übersicherung irgendwie Hintertüren entwickeln könnten. Also dass das die Möglichkeit geben könnte, zum Beispiel eine höhere Verschuldung einzugehen. Und das ist natürlich zurückzuweisen. Denn es ist völlig klar aus dem vorliegenden Eigenmittelbeschluss, dass eine Obergrenze, numerische Obergrenze mit 390 Milliarden Euro für die Verschuldung für zusätzliche EU-Ausgaben gibt. Und daran ändert eben auch die Höhe der Eigenmittelobergrenze für die Zukunft nichts. Und übrigens, zweiter Punkt dazu noch, die Rückzahlung der Kredite wird aus den zukünftigen EU-Haushalten passieren. Und das bedeutet, dass es eine politische Entscheidung darüber geben muss, wie die Ausgaben in zukünftigen EU-Haushalten verteilt werden. Und ein Ausgabeposten wird dann die Rückzahlung der Kredite sein. Und es ist eine politische Entscheidung, ob man das zum Beispiel mit Kürzungen in anderen Stellen des EU-Haushaltes machen möchte oder eben über zusätzliche Einnahmen oder zusätzliche Mitgliedsbeiträge. Und auch darauf hat diese erhöhte Eigenmittelobergrenze keinen Einfluss. Deswegen glaube ich, ist diese Frage der Übersicherung vor allem eine finanzmarkttechnische, aber sie ist sicherlich in der politischen Auswirkung, die oft beschrieben wird, völlig übertrieben. Danke, Herr Guttenberg. Für die SPD stellt die Frage oder die Fragen der Kollege Petri. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte
Eine Frage an Frau Gauer. Wir haben ja eben mehrfach gehört, dass der vorgelegte Fahrplan sowohl bei Next Generation als auch beim mehrjährigen Finanzrahmen keine wesentliche Änderung der Finanzarchitektur der Europäischen Union beinhaltet, aber gleichwohl spannende neue Finanzierungsmöglichkeiten, wichtige Aufgaben. Deshalb eine Abgrenzung zu einem Szenario. Wie schätzen Sie dies ökonomisch ein, die ökonomischen Folgen ein, wenn ein Mitgliedstaat nicht ratifizieren würde oder eine wesentliche Verzögerung der Ratifizierung eintreten würde, insbesondere im Hinblick auf faire Wettbewerbsbedingungen für den Binnenmarkt oder beim Aufbaupaket? Eine Frage an Frau Schratzenstaller hätte ich, indem wir perspektivisch nach vorne schauen, denn die binnenmarktnahen Eigenmittel, die jetzt neu eingeführt werden, sollen ja auch die entsprechende Wirkung in der Finanzierung der Europäischen Union nicht nur für Next Generation EU, sondern auch für den Haushalt entfalten. Da sind ja insbesondere die Grenzabgabe, Digitalsteuer im Gespräch. Sehen Sie hier weitere Kandidaten und würden diese neuen Eigenmittel, auch möglicherweise ist ja im Beschluss optional drin, weitere Eigenmittel, die Nettozahlerdebatte entschärfen. Vielen Dank. Danke sehr. Wir gehen zunächst nach Brüssel. Frau Gauer für 2 Minuten. Thank you very much. Vielen Dank für die Frage. Die Verabschiedung von allen Mitgliedstaaten ist nötig, bevor die Kreditaufnahme erfolgen kann. Und ansonsten gibt es keinerlei Unterstützung für die Mitgliedstaaten. Es wird dann keine Aufbau- und Resilienzfazilität geben und keine Ausgaben. Selbst wenn alle Pläne bereits fertiggestellt werden und auch alles vom Rat verabschiedet wird, wenn da nicht alle Parlamente ratifizieren, wird vor Ort nichts passieren. Und das wird zu einer signifikanten Verzögerung führen in vielen Mitgliedstaaten, die wirklich diese Unterstützung aus der Fazilität benötigen. Denn sonst hätten sie keinerlei Möglichkeit, entsprechend ambitionierte Ziele umzusetzen. Und das würde dann automatisch zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes führen und auch zu einer Einschränkung der fairen Wettbewerbsbedingungen. Das ist dann nicht nur ein Problem für diejenigen Mitgliedstaaten, sondern auch andere wie Deutschland, die entsprechend auch selbst sich kümmern müssen um ihre Aufbaupläne. Warum ist das auch schlimm für Mitgliedstaaten wie Deutschland? Zunächst einmal, weil wir sehen, dass die Lieferketten und die Wertschöpfungsketten sehr stark miteinander verbunden sind. Und wenn einige Mitgliedstaaten sich nicht erholen wirtschaftlich, dann das auch Auswirkungen hat auf den Fluss von Gütern zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Und es ist auch so, dass Exportländer wie Deutschland das auch Märkte sind, die dann nicht so offen sind oder die dann nicht so günstig sind, wenn es darum geht, Güter und Dienstleistungen zu verkaufen, die aus Ländern kommen wie Deutschland zum Beispiel. Und das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, auch in einigen Wirtschaftsstudien, dass hier der Nutzen für Wirtschaftssysteme wie Deutschland beinahe noch größer ist als der Nutzen, der direkt gezogen wird aus dem Aufbau- und Resilienzfazilität für Deutschland direkt. Also es ist sicherlich gut für alle Länder, diese Pläne zu ratifizieren. Und 13 haben das bereits getan. Ich kann Ihnen also auch nur raten, dies so schnell wie möglich zu tun. Danke sehr. Ebenfalls 2 Minuten geht das Wort nach Wien, Frau Dr. Schratzenstaller. Ja, vielen Dank auch für diese Fragen. Welche Eigenmitteloptionen sind die eigene Eignung gewissermaßen als Eigenmittel? Meiner Meinung nach sind das eigentlich dieses IHS-basierte Eigenmittel und das CO2-Grenzausgleichssystem. Warum? Beide hängen einmal zunächst unmittelbar mit einer EU-Politik zusammen, mit einer EU-weiten CO2-Bepreisung und können ihrer Natur nach nicht auf der nationalen Ebene eingeführt werden. Beide beziehen sich auf eine Basis, die grenzüberschreitende Elemente hat. Ja, 2 Emissionen, deren klimaschädliche Wirkungen ja nicht auf ein einzelnes Land, das emittierende Land, begrenzt sind und insofern Zurechnung der Einnahmen auf eigene Mitgliedsländer nur begrenzt zielführend und konsistenter wäre eigentlich die Zuweisung der Einnahmen an die EU. Das CO2-Grenzausgleichssystem könnte zudem die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stärken und es würde ermöglichen, CO2-Preis im Rahmen des Emissionshandelssystems allmählich zu erhöhen, ohne Carbon Leakage befürchten zu müssen, würde somit auch die ökologische Effektivität der CO2-Bepreisung erhöhen. Grundsätzlich erscheint mir auch die Digitalabgabe gut geeignet.
Sie hängt mit einer wichtigen EU-Zielsetzung zusammen, nämlich der fairen Besteuerung von Unternehmen im Allgemeinen und von Digitalunternehmen im Besonderen. Sie hätte den Vorteil, wenn man weit koordiniert einführt, der derzeitigen Fragmentierung der Besteuerung entgegenwirkt. Es gibt ja schon 6 Mitgliedstaaten, die eine, wie auch immer, unterschiedlich geartete Besteuerung von Digital Services vornehmen. Einen Zusammenhang zur EU und zu EU-Politiken sehe ich auch bei der Finanztransaktionssteuer. Man kann sie im nationalen Alleingang schwer erheben. Sie haben auch diese Finanztransaktionen in gewissem Sinne grenzüberschreitende Aspekte. Eine Besteuerung könnte riskante Finanztransaktionen mit negativen Externalitäten eindämmen. Was wären weitere mögliche Kandidaten, die ja nicht diskutiert worden sind? Ich sehe die vorwiegend im Bereich der Grünen eigentlich. Zum einen könnte man über Steuern auf den Flugverkehr nachdenken, eine EU-weite Kerosinsteuer, auch eine Flugticketabgabe. Eine Option wäre ein weiter Zuschlag auf nationale Treibstoffsteuern. Hier hat man auch eben wieder eine aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters von Emissionen eine Nähe zum Binnenmarkt. Ein bisschen Zukunftsmusik wäre ein Zuschlag auf nationale CO2-Steuern. Aber hier gibt es eine ziemliche Dynamik. Es gibt schon 12 EU-Länder, die nationale CO2-Steuer haben. Abschließend die Frage nach der Nettozahler-Thematik. Ja, ich glaube schon, dass ganz grundsätzlich solche innovativen Eigenmittel, vor allem dann, wenn man die Einnahmen den Mitgliedsländern nicht direkt zurechnen kann, die Nettozahler-Problematik zumindest ein bisschen entschärfen. Allerdings ist schon zu erwarten, dass die Mitgliedsländer weiter versuchen, Zurechnungen zu versuchen, nationale Belastungsrechnungen und Vergleiche anzustellen. Und es wird auch jedes Mitglied wahrscheinlich versuchen, die Netto und zuerst, sondern auch sich die Sitzung durch die neuen EU-Passierungen ergibt. Insofern sollte man eigentlich zumindest zusätzlich versuchen, mit empirischer Evidenz den Netto-Positionsdenken an. Danke nach Wien. Dann geht das Wort wieder an die AfD-Fraktion. Kollege Glaser. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte die Frage an Herrn Professor Schachtschneider. Der Wiederaufbaufonds ist ein schuldenfinanzierter Transfer zwischen den Mitgliedstaaten und führt zu einer Vergemeinschaftung von Schulden, schreibt der Bundesrechnungshof. Ist ein solcher Vorgang mit Artikel 125 AEUV vereinbar, der bekanntlich eine Fremdhaftung der EU für die Nationalstaaten und eine Fremdhaftung der Nationalstaaten untereinander verbietet? Vielleicht könnten Sie dazu rechtliche Ausführungen machen. Herzlichen Dank. Professor Schachtschneider, bitte. Ja, danke. Es ist ganz eindeutig, dass hier eine Gesamthaftung der Mitgliedstaaten in Betracht kommt durch Artikel 9 Absatz 5 des Eigenmittelbeschlusses, wenn einzelne Mitgliedstaaten also ihren Verpflichtungen aus diesem Eigenmittelbeschluss nicht nachkommen und nicht nachkommen können, nicht wollen, dann kann die Kommission andere Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen, gegebenenfalls auch dann einen Mitgliedstaat. Also im extremen Fall müsste Deutschland die 750 Milliarden eben tilgen. Soweit wird es nicht kommen, aber es gibt ja auch noch andere Staaten, die finanzkräftig sind. Aber die Möglichkeit besteht, also der Artikel 125 AEUV ist ganz eindeutig hier verletzt, auch noch durch andere Aspekte, denn genau genommen ist ja die Aufnahme eben von Krediten durch die Kommission eine verstärkte Art der gemeinsamen Haftung, wenn dafür eben auch die Mitgliedstaaten einstehen müssen, auch wenn es nach den Regelungen geht. Deutschland würde dann etwa 21% tragen. So ist das doch eine Verschuldung, die eine spätere Haftung ersetzen würde. Auch da ist meines Erachtens zumindest analog Artikel 125 eben einschlägig. Also ich denke, dass schon an dieser Regelung des Artikel 125 dieser Eigenmittelbeschluss und scheitert. Und das ganze Projekt, es ist ja richtig gesagt worden, dass diese
das Aufbauinstrument nicht eingesetzt werden kann, wenn die Mittel nicht fließen. Die Union hat eben eigentlich nur Eigenmittel. Sie darf sich nur aus Eigenmitteln finanzieren. Hier, diese Mittel sind keine Eigenmittel, selbst nach dem Selbstverständnis der Europäischen Union, nach den Regelungen im Aufbauinstrument. Und es sind auch, man muss auch einfach sehen, das darf ich nochmal sagen, dass der Eigenmittelbeschluss kein Primärrecht ist, der irgendwie in der Lage wäre, die Verträge zu ändern. Da müsste man schon den den Artikel 48 Absatz 7 heranziehen. Der hat aber ein ganz anderes Verfahren. Also nur weil hier die Mitgliedstaaten zustimmen müssen, ist das noch lange nicht ein Rang des Primärrechts. Das ist ganz wichtig. Sondern das Verfahren ist ein völlig anderes. Und es ist ein Rechtsakt, der wichtig ist, aber der bleibt Sekundärrecht. Jedenfalls kann er Primärrecht nicht ändern. Und aus dem Grunde verstehe ich nicht ganz, warum hier von vielen die Frage, ob die Union überhaupt berechtigt ist, derartige Mittel zu aktivieren, anscheinend gar nicht ernst genommen wird. Danke, Professor Schachtschneider. Für die FDP. Danke. Ja, danke Ihnen. Für die FDP-Fraktion nun Kollege Ulrich. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich am Anfang eins sagen. Ich freue mich sehr, dass hier auch die Vertreter des EU-Ausschusses mit sitzen. Alles andere wäre ja auch verwunderlich, wenn die bei dem Termin heute nicht mit dabei wären. Meine beiden Fragen gehen an den Professor Füst. Herr Füst, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Sie für eine Reform der EU-Eigenmittel sind. Welche Aspekte beinhaltet diese Stellungnahme? Meinen Sie damit, dass generell die Eigenmittel neu überdacht werden sollten? Oder geht es Ihnen hier speziell um die Eigenmittel der Digitalsteuer und der CO2-Grenzausgleichssteuer? Und meine zweite Frage geht in eine andere Richtung. Sie schreiben auch in Ihrer Stellungnahme in Bezug auf NGEU, es liegt auf der Hand, dass es sich formell um eine einmalige Kreditfinanzierung handelt, nicht um die Schaffung eines regelmäßigen Verschuldungsrechts im EU-Budget. Nun wird diese Meinung teilweise auch anders gesehen und wir haben ja den Bericht des Bundesrechnungshofes, der dort auch einige Fragen offen lässt. Ich denke, Sie kennen auch unseren Gesetzentwurf zur Änderung des EuZ-BBG. Würden Sie denken, dass eine Annahme dieses Gesetzentwurfs noch mal in die Richtung gehen würde, dass man sagt, jetzt gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr daran, dass diese Geschichte einmalig ist und nicht wieder geändert werden kann? Vielen Dank. Danke. Zwei Fragen an Professor Fust für 3 bis 4 Minuten, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht darf ich mit Ihrem letzten Punkt anfangen. Also ich habe den Gesetzentwurf, den die FDP-Fraktion hier eingebracht hat, letztlich verstanden als Versuch, den Bundestag stärker einzubinden in das Monitoring der Gesamtentwicklung. Ich denke nicht, dass das speziell ausgerichtet ist auf die Frage, entsteht jetzt hier ein unkontrolliertes Verschuldungsrecht? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, gegeben die Einstimmigkeit. Aber es geht ja auch um die Frage, die vorhin schon angesprochen wurde. Also wie entwickeln sich die nationalen Pläne für die wirtschaftliche Erholung? Was steht da drin und so weiter? Und dann verstehe ich das als einen Versuch, die Parlamente einzubinden und damit auch die nationale Öffentlichkeit. Und das halte ich schon für sinnvoll. Man muss hier klare Fristen setzen, damit es eben nicht zu einer Verzögerung kommt. Aber diese Dinge finden ja entfernt von den jeweiligen nationalen Öffentlichkeiten statt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das Budgetrecht liegt nun mal bei den nationalen Parlamenten. Also die hier einzubeziehen, will ich schon für sinnvoll halten. Ich bin kein Jurist, erwarte allerdings, dass auch das Bundesverfassungsgericht das einfach vorschreiben wird. Also es wäre eigentlich klug, dem schon vorzugreifen und eine stärkere Beteiligung des Parlaments vorzusehen. Wir brauchen mehr nationale Debatten über diese Politiken. Das würde auch das Vertrauen in die ganze Geschichte stärken. Ja, dann zu den Eigenmitteln. Es muss ja geklärt werden, Frau Schratzenstaller hat es vorhin schon angesprochen, es muss ja geklärt werden, wie werden eigentlich diese Schulden getilgt. Es ist ja eigentlich ein erstaunlicher Vorgang, dass das überhaupt nicht klar ist. Also man hat da zwar irgendwelche Eigenmittel aufgeschrieben, die man künftig dann einführen will, aber es ist ja offen zunächst mal, wie das Ganze funktionieren kann.
Es wäre denkbar, dass man dafür einfach die BNE-Eigenmittel nimmt, also dass die Beiträge aus den nationalen Staatshaushalten eben entsprechend steigen. Das würde ja wohl passieren, wenn keine zusätzlichen Eigenmittel eingeführt werden. Ich halte das überhaupt nichts von einer Digitalsteuer. Die OECD, die ja eigentlich diesen Prozess der Besteuerung multinationaler Unternehmen vorantreibt, ist ja auch schon lange darüber hinaus. Die Diskussion ist ja längst weitergegangen. Steuervermeidung ist nicht primär ein Problem der Digitalwirtschaft, sondern ist ein generelles Problem multinationaler Unternehmen. Und die OECD hat ja in ihrem Prozess, ist ja schon viel weiter und hat gesagt, wir müssen anders machen. Also ich halte nichts von der Digitalsteuer, würde sehr wohl aber etwas davon halten, dass man darüber nachdenkt, ein neues Eigenmittel zu entwickeln auf der Grundlage des europäischen Emissionshandelssystems. Das ist in der Tat eine europäische Politik. Man könnte das so machen, dass man sagt, das, was die nationalen Haushalte derzeit bekommen aus dem System, das gibt man ihnen weiter, friert es ein und schmelzt es dann ab über eine gewisse Zeit, damit man jetzt keine zu starken Eingriffe in die, keine zu starken Belastung der nationalen Haushalte hätte. Aber wir erwarten ja ein Ansteigen des CO2-Preises und deshalb wohl auch der Einnahmen, auch möglicherweise im Kontext des Grenzausgleichs, der selbst eigentlich kein sehr überzeugendes Einnahmenmittel ist, aber er schützt eben die ETS-Einnahmen und man könnte so eben die Einnahmen heraufbringen. Das wäre besonders gut geeignet für die Tilgung von Next Generation EU, denn diese Einnahmen werden ja auch wieder verschwinden. Wenn wir tatsächlich CO2-Neutralität erreichen, dann wird es ja keine oder kaum noch Einnahmen geben aus dem ETS-System ab dem Jahr etwa 2050. Aber ich habe in einer Studie gemeinsam mit Jean Pisani, die ich hier, glaube ich, auch zitiere in meiner Stellungnahme, da habe ich ja gezeigt, dass das Geld, was man da erwarten kann, eigentlich ausreicht, um Next Generation EU zu tilgen, also um die 390 Milliarden Euro zu tilgen, die da zu tilgen sind. Und das würde ich schon sinnvoll finden, dass man die Ressourcen hier in diese Richtung, die Eigenmittel in diese Richtung weiterentwickelt. Danke. Danke, Professor Fuest. Ebenfalls vom Europaausschuss nun der Vertreter der Linken, Herr Hunko. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch nochmal an Susanne Wixfort vom DGB. Die Wiederaufbauhilfen werden ja nicht irgendwie ausgeschüttet, sondern sie werden an die Aufbau- und Resilienzpläne gebunden. Da würde mich interessieren, wie Sie das konkret bewerten, also wie diese Bindung konkret zu bewerten ist. Und vor allen Dingen auch, wie das im Vergleich sich darstellt zu der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, zur Eurokrise. Ich weiß, wir hatten ja heftige Auseinandersetzungen auch hier gehabt, wo auch vieles falsch gelaufen ist. Also welche Lehren könnte man ziehen aus der Bewältigung der letzten Finanzkrise und wie ist das jetzt im Vergleich zu den Konditionen, die jetzt angelegt sind? Vielen Dank. Gut, beide Fragen an Frau Wixfort, bitte. Ja, vielen Dank für die Fragen. DGB und Europäischer Gewerkschaftsbund haben von Anbeginn kritisiert, dass die Mittelvergabe im Rahmen der Aufbau- und Resilienzpläne organisatorisch an das europäische Semester gebunden sind. Dabei kritisieren wir nicht die Grundidee des Semesterprozesses, nämlich wirtschaftliche Konvergenz herbeizuführen und die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen. Inhaltlich zeigt im Vergleich zur Finanzkrise und die damaligen Pläne der außerordentliche Zyklus 2021, wie jetzt die Arbeit und der nationalen Aufbaupläne bezeichnet wird, deutliche Fortschritte. Die Leitprinzipien sind neben Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit auch 7 Schlüsselbereiche wie Energieeffizienzverbesserung, digitaler Kompetenzen, Schaffung neuer Arbeitsplätze und soziale Resilienz. Das große Problem aus unserer Sicht bleibt weiterhin, es wurde übrigens schon von Vorrednern angesprochen, die fehlende Einbettung in demokratische Prozesse und die fehlende Einbindung von Sozialpartnern und Zivilgesellschaft bei der Programmerarbeitung. Länderspezifische Empfehlungen ohne Einbindung und Verantwortung von Zivilgesellschaft und Sozialpartnern sowie der nationalen Parlamente sind prädestiniert für das Schicksal gelesen, gelacht, gelocht. Oder noch schlimmer, sie führen zu einer Stärkung antieuropäischer Parteien und Strömungen. Strukturreformen zulasten der sozialen Sicherheit und guter Arbeit
sind unter anderem Gründe dafür. Rat und Europäische Kommission waren nicht bereit, eine formelle Einbindung von Sozialpartnern und Zivilgesellschaften zuzulassen. Der Kompromiss ist nun, dass die Mitgliedstaaten darüber Bericht erstatten müssen, wie die Beiträge von Sozialpartnern berücksichtigt wurden. Ein erster Schritt. Allerdings eine Erhebung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses in 27 Mitgliedstaaten zum Zyklus 2021 zeigte, dass insgesamt die Beteiligung von Zivilgesellschaft und Sozialpartnern unzureichend war, so übrigens auch in Deutschland. Oder wie der Berichterstatter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses formulierte, a coffee with the Prime Minister is not a civil society consultation. Zusammengefasst sind wir der Meinung, dass die Verordnung zur Schaffung eines Aufbauinstruments gute Ansätze für eine Verfahrensverbesserung erhält. Diese sollten allerdings verstärkt und verstetigt werden. Ein zweiter Ansatz ist auch in den Umsetzungsplänen zur Europäischen Säule sozialer Rechte enthalten, wo die stärkere Einbeziehung des Social Scoreboards angekündigt wird. Und wir schlagen hier auch vor, erstens die Social Scoreboard-Indikatoren zu ergänzen und zweitens bei Nichterfüllung dieser Indikatoren auch länderspezifische Empfehlungen dazu festzulegen. Vielen Dank. Danke sehr. Das Wort geht wieder an Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Brandner. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Frage. Herr Glaser, weil Sie das mit den Juristen angesprochen hatten, er ist schon gar nicht mehr da. Außerdem sind hier sehr viele Juristinnen und als Experten, aber vielleicht haben Sie es nicht mitbekommen. Der Europaausschuss hatte eine Anhörung nur zu den juristischen Fragen. Ist eine Zweidrittelmehrheit zum Beispiel notwendig oder nicht? Da kamen alle Gutachter bis auf den der AfD zum Entschluss, dass nicht. Also der Bundestag ist, da hat sich damit natürlich auseinandergesetzt im Rahmen des Europaausschusses. Deswegen fand ich es einfach falsch, es darzustellen, dass das hier heute kein Thema ist. Wir müssen uns ja nicht doppeln. Und andere Ihrer Kollegen waren im Europaausschuss auch anwesend. Herr Fricke, Sie hatten vorhin, als die Kollegin aus Brüssel davon sprach, Céline Gauer, deswegen würde ich ihr noch mal die Rückfrage stellen, hatten Sie sich so gefreut, als sie gesagt hat, exceptional. Deswegen, ich würde gerne eine Frage jetzt an Frau Gauer stellen. Es ist alles in Ordnung, Sie haben weiterhin das Wort und Sie dürfen Ihre Frage stellen. Ja. Frau Gauer, weil das bei dem Wort exceptional war. Das ist ja im Deutschen unterschiedlich interpretierbar. Deswegen die Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, geht es in die Richtung von, es ist einmalig und Sie wollten unterstreichen, dass dieser Beschluss einmalig ist und eben nicht wiederholt werden kann und einfach ohne, dass es wieder zu einem neuen Instrument kommt und nicht verlängert werden kann. Und eine Frage noch an Herrn Guttenberg. Wie würden Sie noch mal diese Frage der unkalkulierbaren Risiken für den Bundeshaushalt einschätzen? Herr Füst hat dazu schon einen Teil der Antwort gegeben. Ich würde dazu noch mal Ihre Einschätzung interessieren. Danke sehr. Zunächst das Wort an Frau Gauer für knapp 2 Minuten, bitte. Thank you very much. Vielen Dank. Ja. Das englische Wort exceptional kann natürlich sehr viele Dinge bedeuten, auch in diesem Kontext. Das Ganze ist nie da gewesen. Es ist etwas, was wir vorher noch nie gesehen haben, dass es eine so starke Solidarität gibt zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, um entsprechend die Auswirkungen der Pandemie abzufedern auf die Wirtschaft. Aber natürlich ist das auch etwas, was einzigartig ist, als einzigartige Maßnahme, das wurde ja bereits gesagt, diese Art von Schulden- oder Kreditaufnahme für den Wiederaufbau, das kann natürlich nicht noch einmal wiederholt werden, es sei denn, man folgt genau demselben Verfahren, wie wir das jetzt tun. Das heißt, die Zustimmung zu bekommen von allen nationalen Parlamenten zu den Eigenmittelentscheidungen. Also als Konsequenz dieser wirklich umfangreichen Prozedur und Maßnahme, sehr sinnvollen Maßnahme, ist es sicherlich etwas, was letzten Endes sehr selten vorkommen wird und wirklich für außergewöhnliche Umstände reserviert bleibt, wie im Augenblick. Herr Guttenberg.
Ja, danke für die Frage. Ich glaube, wir müssen uns bei dieser Frage, wie bewerten wir die Risiken für den Bundeshaushalt, und da hängt ja auch die Frage daran, welche Rolle der Bundestag spielen soll, ein bisschen von dieser ESM-Brille lösen, wo es eine direkte Verbindung zwischen ESM und dem Bundeshaushalt gibt. Hier ist ja die Situation einfach so, dass die Zins- und Tilgungskosten ab dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen Teil der Ausgaben der EU werden. Und wie ich vorhin schon mal angesprochen hatte, der EU-Haushalt ist ausgabenbetrieben. Das heißt, man legt erstmal fest, wie hoch die Ausgaben insgesamt für den EU-Haushalt über 7 Jahre sein sollen. Und dann bestimmt man danach im Eigenmittelbeschluss, wie die Einnahmen dafür zur Verfügung gestellt werden sollen. Und das bedeutet schlicht und ergreifend erstmal, dass wir ab 2028 eben einen Ausgabenposten Zins und Tilgung haben werden, der aber nur ungefähr 10% des gesamten EU-Haushalts betragen wird. Und dann ist eben eine politische Frage, wie man damit umgeht, dass man das eben wird finanzieren können. Man kann den EU-Haushalt größer machen, man kann an anderer Stelle kürzen, wie ich das schon beschrieben hatte. Und wenn wir über Ausfallrisiken in diesem Kontext reden, wie das auch der Bundesrechnungshof beispielsweise getan hat, dann geht es ja darum, dass wir davon ausgehen, dass bestimmte Mitgliedsländer über einen längeren Zeitraum ihre Mitgliedsbeiträge zur EU nicht zahlen. Und dass das eine langfristig politisch handelbare Situation für einen Mitgliedstaat ist, ist, glaube ich, einfach nicht besonders realistisch. Selbst das Vereinigte Königreich zahlt nach seinem Austritt noch seine Beiträge an den EU-Haushalt und kommt seinen Verpflichtungen nach. Und selbstverständlich wäre zum Beispiel in der Situation eines ungeordneten Austritts eines Mitgliedslandes auch sofort aller Abfluss aus dem EU-Haushalt in dieses Mitgliedsland dann Geschichte. Und von daher glaube ich, ist eine Situation, in der ein Land in der EU bleibt, sehr lange seine Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt und gleichzeitig immer noch Rückflüsse aus dem EU-Haushalt bekommt, politisch extrem schwer darstellbar, zumal man ja für jeden mittelfristigen Finanzrahmen und für jeden Eigenmittelbeschluss immer die Einstimmigkeit aller anderen Mitgliedstaaten braucht. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns von dieser M-Brille lösen, dass es irgendwie hier akute Ausfallrisiken gibt, sondern es geht einfach in Zukunft um die politische Gestaltung des EU-Haushaltes, um die verschiedenen Ausgabenkategorien, und darüber wird einstimmig immer zu entscheiden sein. Danke, Herr Guttenberg. Das beschließt die zweite Frage in Antwortrunde. Wir hatten uns auf 3 verständigt. Das können wir auch machen. Diszipliniert eine dritte Runde bitte. Dann beginnt wieder die Union. Also, ja, Frau Lips, bitte. Ja, vielleicht setzt meine Frage, die ich gerne an Herrn Lehne stellen würde, da noch so mal ein bisschen an. Wir können das, was ja jetzt da vor uns liegt, obwohl es in Teilen den gleichen Namen hat, nur schwer vergleichen mit dem letzten mehrjährigen Finanzrahmen. Also da gibt es jetzt strukturell Unterschiede. Wir haben uns ja auch die letzten 1,5 Stunden trefflich darüber unterhalten, sehr gut unterhalten, wie ich finde. Aber wenn Sie das jetzt doch mal versuchen, in einen Vergleich zu setzen, wenn wir sehen, welche Parameter sich ändern, wenn wir sehen, was eventuell auch an Kofinanzierungs- oder Bürokratieproblemen auftauchen, salopp die Frage gestellt, können die Mitgliedstaaten realistisch nach Ihrer Einschätzung die Mittel tatsächlich absorbieren, einsetzen und umsetzen? Danke. Die Frage der Kollegin Lips geht also an Präsident Lehne vom Europäischen Rechnungshof. Bitte schön. Sie müssen Ihr Mikro einschalten, Herr Lehne, sonst hören wir Sie nicht. Sorry, jetzt ist es ja, jetzt ist gut. Jetzt zwei Knöpfe, die ich drücken musste. Alles klar. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Das zieht natürlich auf die Problematik der sogenannten Resta Liquidae, also dieser Zahlungsverpflichtungen im europäischen Haushalt, die seit Jahren ansteigen und sozusagen wie eine Bugwelle vorweggeschoben werden, die jetzt bei etwa 300 Milliarden liegen. Die Problematik liegt auf der Hand, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, wie schaffen wir es überhaupt, dieses Geld auf die Straße zu bringen, damit es Wirkung entfaltet. Und in der Tat, dass es da erhebliche Schwierigkeiten gibt, wobei die RALs natürlich verschiedenste Ursachen haben. Das hängt einmal mit dem immer auseinandergehen der Zahlungsverpflichtungen und des Haushaltsinhaltes über Jahre hinweg in der Union zusammen, hängt aber eben auch, wie Sie schon richtig gesagt haben, mit Kofinanzierungs-, Bürokratie-, fehlenden Planungsvorhaben, anderen Dingen zusammen. Ich glaube, dass dieses neue Instrument daraus gelernt hat. Und unser Eindruck ist eigentlich der, dass es eine Reihe von Überlegungen gegeben hat, die eben auch mit eingeflossen sind, die einen Beitrag dazu leisten, dass es durchaus besser laufen kann, als in der Vergangenheit bei der bisherigen Finanzierung gelaufen ist. Das hängt eben damit zusammen, dass es mehr Flexibilität gibt, dass teilweise Mittel auch schon vorab eingesetzt werden, finanziert werden können, dass es Frontloading gibt, dass teilweise retroaktiv auch finanziert werden kann.
Und insgesamt glaube ich schon, sind die Maßnahmen, die jetzt möglich sind, leichter umzusetzen, als das im Vorfeld der Fall gewesen ist, zum Beispiel bei Kohäsionsmitteln oder anderen Mitteln, Strukturfördermitteln in der Vergangenheit. Also die Frage ist aus meiner Sicht so zu beantworten, das kann gelingen, aber ob es wirklich gelingt, das wissen wir in all diesen Situationen immer erst am Ende, wenn man sich das gesamte Ergebnis anschaut und schaut, ist das Geld wirklich da angekommen, wo es hinkommen sollte, ist es auf die Straße gekommen, hat es Wirkung entfaltet, aber dass das geht, das ist schon möglich. Danke, Präsident Lehne. Für die SPD stellt nun die nächsten Fragen Frau Steffen. Ja, herzlichen Dank. Also meine erste Frage geht an Frau Gauer. Wie sind Ihre Bewertungen allgemeiner Natur zu den ersten nationalen Aufbauplänen? Ich glaube, Sie hatten das vorhin gesagt, dass es schon 13 Staaten, dass 13 Staaten schon da die ersten Pläne erarbeiten bzw. schon fertig haben. Wie ist das Stadium dieser Aufbaupläne und wie ist Ihre Bewertung dazu? Und die zweite Frage geht an Frau Dr. Schratzenstaller. Gibt es aus Ihrer Sicht bereits jetzt positive Effekte durch die geplante Einführung von Next Generation EU? Gut, dann wieder das Wort an Frau Gauer für 2 Minuten, bitte. Vielen Dank. 13 Mitgliedstaaten haben bereits die Eigenmittelentscheidung ratifiziert. Vielleicht wurde ich da missverstanden. Was nun die Aufbau- und Resilienzpläne angeht, die bereits im Entwurfsstadium sind, da haben wir 23 Pläne. Seit dem letzten Herbst haben wir sehr intensive Diskussionen geführt mit den meisten Mitgliedstaaten. Und wir haben hier auch die Konsultation mit den Sozialpartnern gefördert und das findet auch gerade statt. Alle Mitgliedstaaten haben ihr Interesse daran signalisiert, vor dem Ende April diese Pläne vorzulegen, außer die Niederlande, die werden diese Pläne später vorlegen. Die 23 Pläne, die wir bereits erhalten haben, decken auch die digitale und grüne Wende ab. Das ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil der Fazilität. Und wir sehen, dass die Mitgliedstaaten ihre Investitionen und Reformen stark fokussiert haben in diesen Bereichen. Wir sehen auch eine allgemeine Anstrengung, Fehler zu vermeiden. Fehler, die gemacht wurden im Zuge der Finanzkrise und zu gewährleisten, dass die Investitionen nicht umwelt- oder klimaschädlich sind. Das heißt, diese Pläne stehen sehr im Einklang mit dem Ziel, die CO2-Neutralität zu erreichen bis 2050. Wir sehen auch ein Bemühen der Mitgliedstaaten, auch die länderspezifischen Empfehlungen anzugehen und hier auch wirklich sinnvolle Reformen anzugehen, also die Wirtschaft resilienter zu machen und nicht nur auf der Investitionsseite tätig zu werden. Aber es werden noch mehr Anstrengungen benötigt, um diese Strukturreformen noch stärker anzupassen und diese auch robuster zu gestalten und dass sie dann entsprechend mit starken Etappenzielen und Zielvorgaben umgesetzt werden. Diese Arbeit leisten wir im Augenblick. Es gibt starke soziale Komponenten in allen Plänen, auch bei den Kapazitäten und Fertigkeiten. Da haben die Mitgliedstaaten von der Pandemie gelernt, haben gelernt, dass die digitale Kompetenz erhöht werden muss bei den Arbeitnehmern, aber auch bei den Kindern und älteren Mitbürgern. Die Verwaltung und die öffentliche Verwaltung und Regierung sollte auch digitalisiert werden. Insbesondere die KMU müssen hier auch stärker in die Digitalisierungsbemühungen einbezogen werden. Und da haben wir noch einen großen Teil, der uns beschäftigen wird in den wenigen Wochen bis April. Also die robusten Überprüfungs- und Kontrollsysteme, die wir brauchen, die sind im Augenblick wirklich ein Schwerpunkt der Überwachung und des Monitoring von den Mitgliedstaaten, sodass diese Gelder auch ordnungsgemäß ausgegeben werden. Und ich glaube, in einigen Wochen werden wir dann robuste Pläne haben. Danke nochmal nach Brüssel. Frau Dr. Schratzenstaller, bitte. Ja, vielen Dank und Entschuldigung für das Sprechtempo bei der Beantwortung der vorhergehenden Frage. Ich werde mal versuchen, es an die Übersetzerinnen Geschwindigkeit anzupassen. Meiner Einschätzung nach gibt es bereits jetzt positive Effekte aus Next Generation EU und Professor Feld hat das ja auch schon angedeutet. Hat Next Generation EU die Erwartungen in den EU-Ländern stabilisiert und auch das Vertrauen gestärkt, zwar relativ gering, wenn man es misst, am Umfang der nationalen Haushalte.
Aber es ist doch auch in der Geschichte der EU ein, würde ich mal sagen, Rettungspaket von historischem Ausmaß. Und alleine, dass die EU-Länder es geschafft haben, sich so schnell darauf zu einigen, das ist, glaube ich, schon etwas, was das Vertrauen der Bevölkerung auch in die Problemlösekompetenz der EU gestärkt hat. Es ist auch davon auszugehen, dass Next Generation EU in den Eurozonenländern wie zum Beispiel Italien oder Spanien, die eben ein großes Zinsdifferenzial aufweisen im Vergleich zu Deutschland, die Zinsen für die öffentlichen und privaten Kreditaufnahme im Vergleich zu einer Situation ohne Next Generation EU gesenkt hat und damit auch bisher eine fiskalisch unhaltbare Situation verhindert hat. Zweiter Aspekt meiner Meinung nach, dass diejenigen EU-Länder, die einen geringeren fiskalischen Spielraum haben, nun die Aussicht haben, dass sie künftig Next Generation EU-Mittel nutzen können, könnte die jetzt dazu veranlassen, dass sie umfangreichere, auch kreditfinanzierte Fiskalpakete auflegen, als sie das ohne Next Generation EU getan hätten, eben gewissermaßen als Vorfinanzierung der dann durch Next Generation EU mitfinanzierten Investitionen und Reformprojekte. Das ist auch etwas, was die Stärke der Rezession im Vergleich zu einer Situation ohne Next Generation EU abgemildert hat. Und ganz einfach über diese ökonomischen Erwägungen hinaus ist die Einigung auf den europäischen Aufbauplan und vor allem eben auf Next Generation EU schon auch ein starkes Zeichen der europäischen Solidarität. Professor Post hat das ja auch vorgerechnet, dass die ärmeren Länder im Vergleich zur Wirtschaftsleistung wesentlich mehr halten als die reicheren Länder, wobei so eine Netto-Seitensicht natürlich viel zu kurz greift, weil unterm Strich von den positiven ökonomischen Effekten alle Länder profitieren. Insgesamt glaube ich, dass Next Generation EU so schnell wie möglich umgesetzt werden soll, aus ökonomischen Gründen, aber auch aus politischen Gründen. Ich glaube, man muss darauf achten, dass die nationalen Pläne so rasch wie möglich eingereicht werden. Sie sollten auch bei jenen Ländern, die fiskalischen Spielraum haben, doch sehr viele zusätzliche Projekte und Investitionen beinhalten und nicht nur jene, die ohnehin durchgeführt werden. Ein Scheitern, glaube ich, würde doch eine schwere Vertrauenskrise in der EU auslösen mit den entsprechend negativen ökonomischen Rückwirkungen und könnte auch den Zusammenhalt in der EU doch nachhaltig beschädigen. Dankeschön. Danke sehr. Für die AfD erneut Herr Glaser, bitte. Herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Feld. Werner Feld, der Bundesrechnungshof weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in mehr als der Hälfte der Fälle seit 1999 die erlaubte Schuldenquote überschritten haben. Die Defizitquote wurde im gleichen Zeitraum um 109 Mal überschritten. Ist es angesichts dieser Evidenz, dieser Empirie vorstellbar, dass jetzt auf einmal diese Spielregeln, die jetzt zu dem NGEU gegeben werden, eingehalten werden? Es spricht doch alles dafür, dass das eher unwahrscheinlich ist, wie wahrscheinlich. Und wenn man sich vor Augen führt, dass vorübergehend in der Wahrnehmung und in der normativen Sprache der EU ein Zeitraum von 30 Jahren ist. Bisher ist wahrscheinlich jeder von uns davon ausgegangen, vorübergehend sei etwas anderes. Das ist mehr als eine Generation. Wir alle, die wir heute entscheiden, werden vorübergehend dann gar nicht mehr da sein. Also vielleicht kann man sich vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Verträge nicht eingehalten werden, weit größer ist, wie dass sie eingehalten werden. Und gestatten Sie mir noch, weil Sie das, glaube ich, selber vorhin angedeutet haben, mit den Plänen und deren Einhaltung, die jetzt vorgelegt werden und von denen jetzt also erneute Hoffnungsstrahlen ausgehen. Der Rechnungshof, der Europäische, stellt fest, dass 26% der länderspezifischen Empfehlungen aus dem europäischen Semester lediglich 26% zum Teil oder gar nicht eingehalten worden sind. Das heißt im Umkehrschluss, 3/4 der Empfehlungen der europäischen Semester sind nicht vollständig eingehalten worden. Können Sie vielleicht erklären, aus irgendeiner Weisheit, die unserem verborgen ist, wieso ausgerechnet alle diese Spielregeln jetzt völlig anders gespielt werden sollen? Das ist doch gegen alle menschliche Erfahrung und gegen alle menschliche Alltagserfahrung. Vielleicht helfen Sie da einem armen Suchenden nach mehr Wahrheit. Gut,
Professor Feld, bitte, für gut 3 Minuten, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Glaser, für diese Frage. Nun, ich glaube, dass man im Hinblick auf die Einhaltung der europäischen Fiskalregeln, genau wie wir das ansonsten auch gewöhnt sind in privatrechtlichen Verträgen, auf das Kleingedruckte schauen muss. Man kann nicht einfach die 60%-Grenze und die 3%-Grenze fürs Defizit anschauen und sagen, in wie vielen Fällen ist es denn überschritten worden, sondern man muss ja sehen, wie vielfältig die Ausnahmeklauseln sind, wie vielfältig die Flexibilität ist, die der Stabilitäts- und Wachstumspakt und der Fiscal Compact bieten, auch die sonstigen Regelungen bieten. Und deswegen hat es mich im Grunde auch nie gewundert, dass der Europäische Gerichtshof auch letztlich unumstritten sagen musste, dass es keinen Bruch des Stabilitäts- und Wachstumspakts in dieser Hinsicht gegeben hat, dass es eigentlich alles mal wieder eingehalten worden ist. Im Grunde ist es relativ schwer, diese Fiskalregeln nicht einzuhalten, weil sie so ungeheuer flexibel sind. Sie haben ja nicht die gleiche Restriktionswirkung wie andere. Zum Zweiten, das europäische Semester hat eben gerade diese Bindungswirkung, die man sich ja für Reformanstöße erhofft, nicht. Es ist eine Empfehlung der Kommission. Die Mitgliedstaaten können diese Empfehlungen umsetzen oder nicht. Wir stellen eben auch fest, dass im europäischen Semester die Kommission immer wieder Vorstöße vornimmt in Bereichen, die nicht im Rahmen ihrer Kompetenzen liegen, etwa in der Sozialpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik oder der Steuerpolitik Vorgaben machen möchten, beziehungsweise Anregungen geben. Und wenn die Mitgliedstaaten das eben anders sehen, ist auch nicht verwunderlich, dass sie das dann so tun. Jetzt haben wir die Verbindung zum europäischen Semester durch Next Generation EU. Eigentlich ist aber doch der Punkt ein ganz anderer, nämlich der, dass die Einsicht in den Mitgliedstaaten, insbesondere in Italien, wenn wir den Elefanten im Raum genau benennen wollen, die dort schon längst bekannten Reformen, die national umgesetzt werden müssen, nun tatsächlich auch in Angriff zu nehmen. Und da bin ich deswegen zuversichtlicher, weil ja für die Umsetzung so schwieriger Reformen das notwendig ist, was wir im Neudeutschen als Ownership bezeichnen. Und schauen Sie sich die neue Regierung Draghi an. Daniele Franco, der Finanzminister, hat noch eine gewisse Zeit vor seiner Ernennung als Finanzminister ein Papier erarbeitet, welche Reformen angestoßen werden müssen. Da steht ganz genau drin, was Italien machen muss und das, was die Regierung Draghi nun angehen sollte. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt hierbei. Und im Grunde ist das Paket, das wir nun hier bekommen, politisch auch so zu verstehen, dass die EU in gewisser Weise in Vorlage tritt, damit also auch die anderen Mitgliedstaaten mit dem Verteilungselement in diesem Programm in Vorlage treten, sodass die Mitgliedstaaten, die besondere strukturelle Probleme haben, in Eigenverantwortung das Notwendige tun, um nachher besser dazustehen. Sie können mir vorhalten, da stecke viel Hoffnung drin, aber wir müssen natürlich auch sagen, dass die Politik der 10 Jahre zuvor, in denen man versucht hat, stärkere Restriktionen zu bekommen über die Programme, die im Rahmen des ESM eingerichtet worden sind, dazu geführt haben, dass ein Land wie Italien eben grundsätzlich nicht mehr bereit ist, den ESM anzurufen und solche Auflagen hinzunehmen. Und das ist dann schon ein bisschen misslich. Ich habe schon den Eindruck, dass es dann in der Politik in Italien, aber auch in anderen Ländern leichter fällt, die EU oder Deutschland oder die Nordeuropäer allgemein zum Sündenbock zu machen. Und das erlaubt dieses Programm nun mal gerade nicht. Danke, Professor Feld. Für die FDP nun wieder Herr Fricke. Herzlichen Dank. Und ich bin mir sicher, die Kollegin Brandner ist einig, wenn man hier allgemeine Äußerungen macht, dann gilt das für alle. Ich möchte hier 2 Sachen noch mal klarstellen. Für mich war es sehr, sehr wichtig, hätte ich jetzt fast gesagt, weil für mich war es einfach sehr, sehr wichtig, weil wir als FDP-Fraktion noch darum ringen, wie unsere Abstimmung ist, Gründe zu finden, wie wir es schaffen, einerseits Europa zu stabilisieren, andererseits aber auch Bevölkerung und Verfassung in einem mitzunehmen. Und deswegen sage ich dann auch ganz klar, zu dem Zeitpunkt, wo der Europaausschuss seine Anhörung gemacht hat, war der Eigenmittelbeschluss, wenn ich das richtig sehe, noch nicht ganz fertig. Und das Sekundärrecht war es erst recht nicht. Zweitens gilt auch, finde ich, für Anhörungen immer wieder Mehrung von Erkenntnissen und der Grundsatz des Audiatur et altera pars. Und dem sollten wir hier auch folgen, indem man eben hier diese Sachverständigen anhört. Daraus ergibt sich für mich aus dem, was ich bisher gehört habe, 2 Fragen. Die ersten gehen an Herrn Lehne.
Und zwar voraussetzend, weil es um das Thema Investitionen geht, voraussetzend, dass es der Investitionsbegriff von Eurostat ist und damit auch Verteidigungsausgaben wie etwa die Digitalisierung unserer Armeen unter den Investitionsbegriff fallen würde, nicht wie es im deutschen Haushaltsrecht ist, gehe ich davon aus, dass wir aber auch doch fragen müssen, wenn wir auf europäischer Ebene das machen und dort kontrollieren, wer kontrolliert denn eigentlich die Verschiebungen im nationalen Haushalt dann, wenn es logischerweise, wie ich Sie verstanden habe, der Europäische Rechnungshof nicht tut und eigentlich, so wie ich es verstehe, auch nicht tun kann. Das wollen wir ja dann auch vermeiden. Zweite Frage geht an Professor Feld, der ja schon an vielen Verfahren beim Verfassungsgericht mehr oder weniger beteiligt war zu Themen Zweidrittelmehrheit und auch Kontrollrechte des Bundestages mit der kleinen Anmerkung, also einem Parlament hier zu unterstellen, dass es ja tausende von Seiten lesen muss und das wäre ja schlecht oder schlimm oder ginge nicht. Wir müssen das ja selbst dann, wenn wir in Anführungszeichen nur Stellung nehmen dazu, selbst wenn wir nichts entscheiden, müssen wir das ja sorgfältig lesen. Also ich kann nicht erkennen, dass wenn ich als Parlamentarier entscheide, ich weniger sorgfältig lese, als wenn ich begutachte und Stellungnahmen sowieso machen muss. Danke. Gut, danke sehr. Die erste Frage an Herrn Lehne wieder, bitte. Ja, also die, soweit das Bestandteil des europäischen Budgets ist, kontrollieren wir das natürlich. Wir sind diejenigen, die am Ende als externe Auditors uns das anschauen und dazu Stellung nehmen und gegebenenfalls Empfehlungen machen. Und das betrifft auch den Bereich, wo die Mitgliedstaaten Mittel aus dem Programm NGO einsetzen. Also ich denke, da gibt es bei uns keinen Zweifel dafür, dass es die entsprechenden Rechtsgrundlagen gibt, dass wir dies auch entsprechend kontrollieren können. Soweit es natürlich zu indirekten Verschiebungen in den nationalen Haushalt gibt. Und ich sage mal, in einem Bereich bestimmte Mehrausgaben oder Entlastungen stattfinden können. Und soweit Strukturen der nationalen Haushalte betroffen sind, ist das natürlich nicht mehr unsere Aufgabe, sondern das ist dann Aufgabe der nationalen Parlamente und natürlich auch der nationalen, gegebenenfalls auch der regionalen Hilfe. Also ich glaube, das ist relativ klar. Unsere Kompetenz erstreckt sich nur auf den Bereich, wo Mittel, europäische Mittel sind, ausgegeben werden, aber dann erstreckt es sich natürlich auch auf die Sphäre der Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn die Mitgliedstaaten auch Mittel verausgaben, ist das auch unsere Zuständigkeit und dann werden wir auch ein Auge darauf haben. Gut, die zweite Frage ging an Professor Feld. Ja, vielen Dank. Nun, die Frage, ob es notwendig ist, eine qualifizierte Mehrheit im Bundestag und Bundesrat zu realisieren für die Verabschiedung dieses Programms, hängt ja zunächst einmal davon ab, dass es sich lediglich um eine temporäre, außergewöhnliche Maßnahme handelt, die nicht verlängerbar ist. So wie das Programm jetzt gestaltet ist, das Design des Programms sagt eindeutig, dass diese Eigenschaften gewährleistet sind. Nun muss man aber auch darauf hinweisen, dass in der politischen Diskussion ja schon lange der Wunsch besteht, erstens eine Fiskalkapazität und dann möglichst auch mit Verschuldungskompetenz auf EU-Ebene einzurichten. Und von daher sind Äußerungen, die aus dem politischen Umfeld kommen, beispielsweise von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank oder vom Bundesfinanzminister, dass dies der Einstieg in eine solche Fiskalkapazität ist, gerade nicht hilfreich. Zum Zweiten, man muss die oder kann sich die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu diesen europäischen Fragen seit dem Maastricht-Vertrag anschauen und wird feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht regelmäßig darauf abgezielt hat, die unkalkulierbare Bindung des Haushaltsgesetzgebers auszuschließen, in vielerlei Hinsicht. Das ist nun hier im Hinblick auf die Risiken, Herr Guttenberg hat das sehr klar formuliert, meines Erachtens unrealistisch, dass sich der Bund damit so bindet, dass man unkalkulierbare Risiken für den Bundeshaushalt bekäme. Das sehe ich nicht. Was man allerdings sagen muss, ist, dass die Befassung des Deutschen Bundestages mit der Aufbau- und Resilienzfazilität grundsätzlich, aber dann eben auch mit den Aufbauplänen im weiteren Verlauf, auch mit der Umsetzung und Durchführung dieses Programms wesentlich ist. Das ist ebenfalls ein Element, das das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen hervorgehoben hat. Und deswegen, das mag zeitaufwendig und es mag schwierig sein. Es ist vielleicht auch in dann manchmal sehr knapper Zeit besonders schwierig. Aber letztlich ist das unumgänglich, wenn man die Schwierigkeiten, die man ansonsten bekommen würde, in Karlsruhe vermeiden möchte. Vielen Dank. Danke sehr. Für die Linke dann die nächste Fragerunde, Frau Dr. Lütsch.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Frage geht nochmal an Frau Wixford. Je mehr Aufgaben die Europäische Union übertragen bekommt oder sich selbst gibt, desto mehr stellt sich dann natürlich auch die Frage nach zusätzlichen Einnahmen. Vorhin fiel schon mal der Begriff, ich glaube, von Kollegin Brandner, der Digitalsteuer. Es wird ja seit Jahren uns eine Finanztransaktionssteuer versprochen. Welche Vorstellungen haben Sie oder hätten Sie, um zu zusätzlichen Einnahmen oder Eigenmitteln zu kommen? Und können Sie uns irgendwie eine optimistische Prognose geben, ob und wann es zu einer Finanztransaktionssteuer kommen wird? Ah, da müssen Sie schon lachen. Okay. Dann, gut, okay. Ja, aber Sie sollen ja antworten, nicht ich. Das Lachen können wir auch protokollieren, aber Sie kann sich ja auch verbal äußern. Frau Wixford, bitte. Ja, vielen Dank. Verzeihung für meinen kurzes Amüsement. Aus unserer Sicht ist alles positiv, was von der Nettozahlerdebatte wegführt. Das ist jedenfalls ein guter Weg. Und die beschlossene Plastiksteuer ist ein Ansatz, auf den wir gar nicht hoffen konnten. Wie wir alle wissen, sind die Steuerfragen der Einstimmigkeit unterworfen. Und deshalb musste ich bei der Finanztransaktionssteuer lächeln. Wir haben hier versucht, den Weg der verstärkten Zusammenarbeit zu gehen. Aber auch hier zeigt sich, dass wir nicht alle mitziehen, es große Probleme gibt. Die Angst vor Steuerwettbewerb innerhalb der Europäischen Union ist nicht ohne Grund sehr groß. Und die Auswirkungen zeigen sich ständig. Wir haben im Moment nur das schwache Instrument des Beihilfenrechts, wo wir den ärgsten Auswüchsen entgegentreten können, wie die Special Economic Zones in manchen Mitgliedstaaten. Das reicht aber nicht aus. Das heißt, zusammengefasst, Plastiksteuer, guter Ansatz. Es wurde hier Digitalsteuer und Carbon Border Adjustment erwähnt. Bei der Digitalsteuer hat ja Frankreich versucht, einen Vorstoß zu machen, hat sofort wieder zurückgezogen, als Gegenmaßnahmen von Seiten der USA angekündigt wurden. Das heißt, auch hier müssen wir überlegen, kann das Europa alleine schaffen und hat es den politischen Mut und auch die Wirtschaftskraft, solche Steuern, die grenzüberschreitend wirken, einzuführen. Dasselbe gilt bei Carbon Border Adjustment. Deshalb werden auch schon andere Überlegungen angestellt, wie zum Beispiel die Carbon Contracts for Difference, wie es UK hat. Das heißt, das ist eine direkte Beihilfe für die europäische Industrie. Und man vermeidet hier die Reaktion in Form von Gegenmaßnahmen von den großen Wirtschaftsblöcken, denen wir entgegenstehen. Es wurde auch diskutiert, also Abgaben aus der gemeinsamen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Aber auch hier sehe ich ähnliche Probleme wie bei der Finanztransaktionssteuer. Wir haben es bis jetzt ja noch nicht mal geschafft, eine europäische Richtlinie zu diesem Thema zu verabschieden oder uns überhaupt zu einigen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ETS-Abgabe, wie sie diskutiert wurde, scheint ein guter Weg und am ehesten machbar. Und sonst müssen wir versuchen, die Steuervermeidungsstrategien der Mitgliedstaaten denen entgegenzutreten und vielleicht als Vision einen Übergang von Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit zu erreichen. Danke erneut, Frau Wixford. Dann noch einmal für die Grünen, Frau Heiduck. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch einmal zwei Fragen an Professor Fuest. Als Sie gerade reagiert haben, ich glaube, es war die Frage meines Kollegen Otto Fricke, ging es von Ihrer Seite auch noch mal um das Thema, wo und inwiefern die Beteiligung des Deutschen Bundestages vielleicht auch ein interessanter Aspekt ist. Ich möchte in Gedanken an Ihre Antwort Folgendes erstens fragen. Ist es dann nicht von besonderem Interesse, der Beteiligung des Deutschen Bundestages zu sprechen, wenn man die Chance hätte, das nationale Aufbauprogramm zu beraten? Des Deutschen.
jetzt natürlich dann auf unser Parlament bezogen. Das ist ein Punkt, den ich noch mal rückfragen möchte, weil immer das Thema der Beteiligung und der sinnvollen Ausgestaltung und Beteiligung von meiner Wahrnehmung da besonders berührt ist und wir da keine Vorlage der Bundesregierung in der Weise haben. Wir haben im Haushaltsausschuss dann mal nachgefragt, wie denn so die Bewertung der europäischen Ebene ist bezüglich dessen, was die Bundesregierung vorgelegt hat. Das ist aber ganz was anderes, als wenn wir ganz selbstverständlich dieses nationale Programm zum Gegenstand der Beratung erheben würden und wie Sie das einordnen. Dann möchte ich noch einmal kurz nachfragen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, da beziehe ich mich jetzt auf das Next Generation EU-Programm insgesamt, dass Sie finden, dass dort eine mangelnde Betonung herrscht von Investitionsprojekten mit grenzüberschreitender oder europaweiter Bedeutung. Haben Sie eine Vorstellung, wie hoch Sie eine solche eigentlich stärkere Betonung von Investitionsbedarf in derartige Projekte beziffern wollen? Und würden Sie eine Finanzierung derartiger Projekte sonst gegebenenfalls auch außerhalb des Next Generation Funds für notwendig und zusätzlich notwendig erachten? Gut, beide Fragen an Professor Fust. Ja, vielen Dank. Zum ersten Punkt, klar, das wäre sicherlich ein zentraler Aspekt, dass man die nationalen Recovery Programs eben jeweils im Parlament diskutiert. Das ist ja absolut essentiell eigentlich, in der Tat. Das sollte im Mittelpunkt stehen. Gleichwohl würde ich sagen, dass auch ein Interesse an den Recovery Programs der Nachbarstaaten besteht, weil ja es auch für die deutschen Finanzen natürlich wichtig ist, dass die Mittel so eingesetzt werden, dass künftig eine positive Wirtschaftsentwicklung kommt in diesen Ländern und dass man weniger abhängig wird von Hilfen von außen. Ich sehe das nicht nur als eine Art Kontrolle, sondern wirklich auch als eine vertrauensbildende Maßnahme. Auch die Kritik, die anklingt oder kommen wird an den Programmen der anderen, die ist ja häufig, sagen wir mal, wird häufig recht diffus formuliert und die muss dann ja doch spezifiziert werden, wenn man ein solches Verfahren hat. Da muss man also etwas genauer werden und dann relativiert sich auch vieles. Also für das Vertrauen in die Geschichte halte ich beides für notwendig, aber in der Tat natürlich auch eine Diskussion über das eigene Recovery Program an allererster Stelle. Zweiter Punkt, mangelnde Betonung grenzüberschreitender Investitionen. Das zu beziffern ist, glaube ich, schwierig. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass die europäische Politik sich stark konzentriert auf diese grenzüberschreitenden Projekte. Wenn wir jetzt an den Fonds denken, dann muss man allerdings fragen, was ist denn das Europäische eigentlich an dem Fonds? Warum sollte die EU überhaupt irgendetwas damit zu tun haben, wie die Länder ihre Mittel einsetzen? Also wenn es darum geht, Solidarität zu üben, dann könnte man ja erstmal sagen, ja gut, man hilft den Nachbarn und man hilft sich gemeinsam durch eine Kreditaufnahme, die auch dann gemeinsam garantiert wird mit einer Umverteilungskomponente. Warum sollen dann eigentlich nicht die Nationalstaaten selbst entscheiden, ob sie damit Steuern senken, mehr Sozialabgaben zahlen oder sonst irgendwas machen, was notwendig ist? Das kann man ja durchaus so sehen. Und für mich lautet die Antwort, weil die Politik eines Landes Auswirkungen hat auf anderen, auf ganz Europa. Und das ist doch vor allem der Fall, wenn wir Projekte von gesamteuropäischer Bedeutung betrachten. Also wenn in Norditalien die Bahnlinien ausgebaut werden, dann hat das Auswirkungen auf die Nachbarländer, auf Frankreich, auf Österreich und so weiter, auch auf Deutschland. Und für mich wäre es eigentlich natürlich gewesen, dass man mit diesem europäischen Fonds Investitionen fördert, die sonst nicht so stattfinden. Und das sind eben genau die Projekte grenzüberschreitender Wirkung. In der wirtschaftlichen Erholung ist ja gerade ein besonders guter Zeitpunkt, um öffentliche Investitionen voranzutreiben, weil da auch freie Kapazitäten vorhanden sind. Also man hätte eigentlich viel stärker sich kümmern müssen um diese europäische Dimension. Klar kann man das auch versuchen im Rahmen des vorhandenen Haushalts, aber wir erleben ja doch, dass im Rahmen der vorhandenen Haushalte wenig Bewegung möglich ist. Es wird ja seit Jahren darüber diskutiert, man müsste, was weiß ich, von den Agrarausgaben weg, mehr in Richtung etwa Infrastruktur. Das passiert auch, aber wie viele sagen, doch recht langsam. Und klar, auch da könnte man Mittel einsetzen, aber wir hatten jetzt nun mal eine Chance. Ich meine, wann werden wir wieder eine Chance haben,
solche Infrastrukturprojekte wirklich umzusetzen. Die viel diskutierte Bahnlinie von Lissabon bis nach Warschau oder bis nach Tallinn, Schnellbahnstrecke und so weiter, das war doch jetzt mal eine einmalige Chance. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir die ergriffen haben. Ja, insofern ist es eine verpasste Chance. Jetzt neue Mittel zu mobilisieren durch Ausgabenumschichtung im europäischen Haushalt ist eben extrem schwierig, weil es da vested interests gibt, die sich nicht so wirklich bewegen. Danke. So, danke auch für diese letzte Stellungnahme in dieser Anhörung. Ein prozessualer und rechtlicher Hinweis, den ich gerne noch machen würde. Die Sekundärrechtsakte zum Eigenmittelbeschluss, die hier angesprochen wurden in dieser Sitzung, lagen vor, als der EU-Ausschuss getagt hat. Das war wohl im Januar und die lagen schon seit Dezember vor. Das nur als rechtliche Klarstellung. Soweit das. Ja. Also mir wurde gesagt Januar, aber. Januar, ja. Gut, also hiermit klargestellt, ist vielleicht jetzt auch nicht juristisch relevant. Diese Anhörung war auf hohem Niveau. Ich darf hoffentlich im Namen des ganzen Ausschusses allen Beteiligten danken, natürlich vor allem den Experten für die hochwertigen und auch sehr zeitlich disziplinierten Beiträge, dafür besonders, aber natürlich vor allem auch für die Inhalte. Die Fraktionen sind nun wahrscheinlich weiterhin immer noch nicht ganz hundertprozentig eins, wie man das Gesetz, das Hauptgesetz zu bewerten hat, aber wir sind auf höherem Niveau. Die zweite und dritte Lesung des EM-Ratifizierungsgesetzes und diverser Änderungsanträge und Gesetze finden am Donnerstag statt im Plenum. Es ist sicher eine sehr wichtige Debatte und Schlussabstimmung, juristisch und haushalterisch bedeutend, wie wir heute sicher wieder erfahren haben. Denn die Qualität des neuen Verschuldungsinstruments der EU und natürlich auch die Höhe und die Langfristigkeit ist sicher historisch zu nennen. Das hat die Anhörung sicher heute auch noch mal bestätigt. Ich danke also allen Experten, allen Beteiligten. Kommen Sie gut nach Hause, wenn Sie das nicht schon sind. Die Sitzung ist geschlossen, fast als Punktlandung um 14:59 Uhr.